Das Fußballjahr 2019 ist so gut wie vorbei. Es ist der 30. Dezember. Herzlich willkommen mal wieder zu einem Livestream. Heute blicken wir mal so auf die besten Momente des ja, noch aktuellen Jahres. Ich habe ein bisschen was rausgesucht und äh, natürlich bin ich nicht hier alleine. Nee, ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich Jonas Hummels. Grüß dich. Grüße dich. Was war denn für dich so der größte Moment im Jahr 2019? Rein was Fußball betrifft. Ich habe ein bisschen überlegt, deswegen danke, dass du mir die Frage im Voraus schon Bitte. gestellt hast. Das war relativ schwierig für mich. Ähm, tatsächlich einfach, weil ich auch ein bisschen selber dabei war. Das ähm, Rückspiel in der Champions League Barcelona gegen Liverpool, das also wir mit der Sonja übertragen haben an der Enfield Road, das war einfach ähm, ja, ein Wahnsinns, Wahnsinnsspiel, muss man irgendwie sagen. Also das war, ich hab's, Niemand hat es erwartet. Die Stimmung war elektrisierend. Das war mein Moment des Jahres. Wir werden später noch über Eintracht Frankfurt sprechen. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Ansonsten, klär mal als erstes, woher kennt man dich überhaupt? Also klar, du hast es angesprochen, bei der Zone bist du Experte für die Europa League unter anderem. Gleichzeitig hast du aber noch einen Podcast. Genau, also bei der Zone bin ich ja, also nicht nur die Europa League, sondern auch Champions League, Bundesliga, genau. vor allem La Liga, also Spanien. Ähm, da bin ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, bekannter geworden, Habe mit meinem ähm, weniger talentierten Bruder noch einen Podcast, <laughs> den wir alle zwei Wochen aufnehmen. Da geht es so ein bisschen um Sport. Allgemein gar nicht mal unbedingt so viel um Fußball. Und genau, das ist so meine Medienpräsenz, würde ich sagen. Ihr könnt natürlich heute auch ganz viele verschiedene Fragen stellen. Ihr könnt äh, in den Live-Chat natürlich ganz viel hineinhauen. Ich werde immer mal wieder reinschauen. Wir werden das heute nämlich zweigeteilt machen. Zum einen, logischerweise, den Jahresrückblick. Da werden wir mal ganz schön viel Gas geben müssen, denn wir haben zwölf verschiedene Themen. Also zwölf Monate, zwölf verschiedene Themen. Da wird mal. Da werden wir ganz schön ins Schwitzen kommen, damit wir da auch irgendwie durchkommen innerhalb von circa einer Stunde. Und danach gibt es noch ein kleines QA. Da können dir die Leute dann verschiedene Fragen stellen. Vielleicht zu so deinem Bruder, vielleicht zu so deiner Tätigkeit bei The Zone, vielleicht was ganz anderes Persönliches. Wir werden es einfach mal sehen. Ja, und dann würde ich mal sagen, start mal, oder? Sehr gerne. Also, Januar, erstes Thema. Und das ist Kevin Prinz Boateng, der zum FC Barcelona wechselt. Hättest du. Jemals ist für möglich gehalten, dass dieser Wechsel vollzogen wird. Ähm, also so ganz generell muss man ja sagen, Kevin Prince Boateng war so mit 18, 20 einfach eines der größten Talente weltweit. Das muss man ja, ja, das vergisst man immer so ein bisschen. Man macht sie ja manchmal auch nicht jetzt, dass man sich lustig über ihn macht, aber er läuft so ein bisschen und dann mal da. Ganz prinzipiell muss man sagen, ist ein wahnsinnig guter Fußballer gewesen. Es ist ein Rauber, gehört dazu, glaube ich, so als Berliner Junge, aber er hat es ganz gut gesagt, er wäre auch zu Fuß nach Barcelona gegangen, nach dieses, als dieses Angebot kam. Ich habe damals gesagt, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Im Nachhinein, ja. Es ist nicht, ob du der beste Transfer war. Ja, genau, die Bilanz. Drei Spiele in der Liga, eins im Pokal. Das ist schon ausbaufähig gewesen. Der ursprüngliche Plan von ihm war, beziehungsweise von Barcelona, okay, wir brauchen einen Backup von Luis Suarez. Ähm, normalerweise, wenn wir jetzt Eintracht Frankfurt-Spiele gesehen haben, da war er ja eher im zentralen Mittelfeld mhm. zu Hause. Ähm, war das, der Abräumer hat halt mal so richtig draufgehauen, als so ein richtiger Typ, wie du es angesprochen hast, in den Käfigen von Berlin aufgewachsen. Ähm, da in einer anderen Rolle, wie er es dann davor schon in Italien äh, gemacht hat. Leider. Gottes hat es nicht funktioniert und deshalb die Frage, war es vielleicht, ähm, gut, im Nachhinein ist man immer so ein bisschen schlauer, aber wäre es nicht vielleicht intelligenter gewesen, auch aus Sicht des FC Barcelona auf einen jungen Spieler zu setzen? Ja, klar, mit Sicherheit. Ich meine, da wird es Gründe gegeben haben. Er hat auch viel als hängende Spitze eben agiert oder als auch als zentraler Stürmer, auch in Frankfurt und in Sassolo. Ähm ja. Mit Sicherheit hätte es bessere Alternativen gegeben. Wer weiß, wie spontan es war, wer weiß, wer sonst auf dem Markt war, wer der Berater ist, das sind natürlich alles so ein paar Sachen. Vielleicht war auch relativ günstig. Barcelona hat nicht viel Geld, das ist glaube ich inzwischen auch den meisten Leuten bekannt oder zumindest bewusst. Und ja, es war irgendwie nicht der logischste Move, sagen wir es mal so. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, wenn du dann schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, du hast es angesprochen, Berater spielen hier eine wichtige Rolle. Wie läuft so ein Transfer ab? Ich meine, du bist ja selber Profifußballer gewesen, mhm. unter anderem bei der Spielvereinigung Unterhaching. Du warst in der Jugend des FC Bayern. Wie krass ist das eigentlich mit Spielernberatern wirklich? Also mein Wechsel war jetzt nicht so spektakulär. Ich habe bei Bayern keine Rolle mehr gespielt, sondern das Jahr geht es Haching Hachingplatz frei. Das klappt, also das mhm. geht dann relativ einfach noch <laughs> in der U19. Ja, so ganz generell gibt es ja unterschiedlichste Modelle. Also das ist so... In der Regel darf man ja die Spieler nicht kontaktieren, irgendwie bis zu sechs Monate davor. Da gibt es dann sogenannte Unterhändler oder mal trifft man sich zufällig und dann fragt man mal und dann kommt dann vielleicht jemand anders. Also da gibt es unterschiedlichste, unterschiedlichste Wege, glaube ich, dieses, dieses Konstrukt dazu umgehen. Ja, in der Regel klappt es ja dann doch ganz gut. Am Ende hätte es möglicherweise auch ein Talent schaffen können. Abel Ruiz. Sagt dir der Name was? Neapel? Nee, ähm, der ist bei Barca in der Jugend ein ganz ah, junger ja, ja, na klar. Stürmer. Also ja, genau. Ja, ja genau. Also, also relativ mhm. robuster Kerl, aber auch ähm, in der U21 sogar, glaube ich, Kapitän gewesen, mhm. wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Äh, äh, da höre ich immer wieder, hey, Boateng kommt, aber was ist mit ihm eigentlich? Ähm, der hatte, glaube ich, auch ein Ligaspiel jetzt in dieser Saison gemacht. Das war genau am Ende der Saison. Ähm, 37. Spieltag, hatte 21 Minuten dann nochmal auflaufen dürfen, was auch schon mal bezeichnend war. Okay, wir setzen dann doch lieber einen Jugendspieler vor Boateng. Ähm, ja, am Ende ist es leider nichts geworden mit ihm. Acht ähm, Millionen Euro Ablöse hätte er gekostet, wenn man die Laie dann vollzogen hätte, beziehungsweise alles dann noch im Sommer gemacht hätte. Ähm, am Ende wurde er nicht fest verpflichtet, Boateng. Sprich, er ist ähm, wieder zurückgegangen mittlerweile, aber auch wieder unterwegs in der weiten Welt des Fußballs. Ich finde es schade, weil du hast es angesprochen, er ist ein super Kerl, ähm, ein super meinungsstarker Kerl auch. Ne? Also wenn man sich überlegt, hey, andauernd kommt irgendein Interview ähm, von ihm. In die Öffentlichkeit. Jetzt hat er gesagt, dass er sich aus heutiger Sicht nicht mehr tätowieren <laughs> wollen würde. Ähm, wie ist das? Also fehlen solche Typen möglicherweise auch im deutschen Fußball? Ja, ich glaube schon, dass das alles ein bisschen, ich sage jetzt mal, weichgewaschener wird, so in den letzten Jahren durch verschiedenste, weiß ich nicht, ob das jetzt Medientrainings sind oder was auch immer, aber es ist gefühlt sehr, sehr. Konform inzwischen, das muss man klar sagen. So wir ich mein, wie Boateng, ich finde solche Typen wahnsinnig gut. Ich fand, er ist erstaunlich milde gewesen in den letzten Jahren. Hat ja auch selber, konnte quasi sich ein bisschen über sich selber lustig machen. Hat so ein bisschen ähm, seine Karriere auch mal so Revue passieren lassen und dann mal gesagt, okay, dass er mal mit Messi in einem Team spielt, hat er jetzt auch nicht gedacht. <laughs> das war dann schon ganz witzig. Ich mag sowas wahnsinnig gern. Ich habe gerne Typen, an denen man sich reiben kann, wo man mal eine Diskussion haben kann. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen anders inzwischen. Aber genau das ist nicht der Punkt, denn Diskussionen auf dem Platz, wenn der Trainer was sagt, dann sollte das ja eigentlich gesetzt sein. Und wenn dann irgendein Spieler anfängt zu diskutieren, ist es dann nicht eher negativ auf nee, den Spieler? Ich weiß nicht. Ich meine, ich war jetzt auch kein Spieler, der immer Ja gesagt hat. Ich war mit Sicherheit kein einfacher Spieler, sagen wir es mal so, auch wenn es im kleineren Rahmen war. Ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist. Im Fußball ist nicht irgendwie, da gibt es ne, ein Buch und da sagt man A, B, C, D, E oder Schritte 1 bis 5 oder wie auch immer, sondern da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Methoden zum Erfolg zu kommen. Und deswegen finde ich alle Diskussionen, alle, weiß nicht, Unterhaltungen, die man führt, vielleicht mal eine andere Idee zu haben, finde ich wahnsinnig praktisch. Dass das viele nicht wollen, dass es das eher so eine Art, ja Diktatur klingt jetzt ein bisschen zu hart, das muss man ja dazu sagen, aber dass das ist eher so ist, der Trainer gibt eine Richtung vor und alle folgen. Ist inzwischen Usus oder mehr und mehr gang und gäbe. Aber in meinen Augen wäre es wahnsinnig gut, wenn man den Leuten Meinungsfreiheit gibt, ein bisschen Autonomie gibt, dass man denen auch mal die, die, die Spieler mal in jungen Jahren schon diskutieren lässt. So finde ich eigentlich ganz praktisch. Du hast jetzt schon den perfekten Übergang zum nächsten Thema eigentlich geschlagen. Sehr gut. <laughs> sehr, sehr geil. Äh, dazu kommen wir jetzt nämlich gleich ähm, Februar mit dem BVB. Ja, und der Krise bei Borussia Dortmund. Der Februar war, wenn man so will, der schlimmste Monat. Ne? Man hatte neun Punkte Vorsprung, alle haben schon gesagt: hey, der BVB wird sicher deutscher Meister. Und dann begann eine Negativserie. Am 2. Februar 2019, das war gegen Eintracht Frankfurt nun ein unentschieden, eins zu eins Und dann in der Folge, also mit diesem Spiel bei der SGE: vier Spiele, ein Sieg. Drei Unentschieden, dazu DFB-Pokal aus gegen Werder Bremen und in der Champions League gab es dieses bittere 0 zu 3 gegen Tottenham Hotspur. Später dann, ein paar Wochen später, ist man ja sogar dann aus der Champions League rausgeflogen. Ähm, was hat der BVB aus dieser Zeit gelernt? Was sagst du? Also erstmal ein relativ bitterer Monat. Ja, ja auch so klingt der ja nicht so ja. toll. Ja, ich meine, die Spieler machen die Erfahrungen, der Trainer macht die Erfahrungen, der Verein macht die Erfahrungen mit und wenn man dann zusammen daraus lernt und ich glaube, das haben sie schon. Sie haben ja ganz gute Transfers getätigt, haben ja auch jetzt kürzlich wieder so ein bisschen zugeschlagen und das macht natürlich einen schon mehr bewusst, also in keine Ahnung, was hat man für Fehler begangen. Das ist jetzt nicht alles so, dass es bis zum Februar perfekt war und nur dann hat man plötzlich irgendwie im Januar drei schlechte Tage gehabt, sondern ist ja ein Prozess. Also das bietet sich ja oder das verläuft ja so ein bisschen und es fängt ja schon viel viel früher an und ich glaube da gerade Lucien Favre der das ist ja ein neues Terrain für ihn auch so von seiner Persönlichkeit her würden ja manche sagen passt er vielleicht nicht ideal weil er halt nicht ein Kloppo ist aber da wird immer dieser Vergleich gezogen der wahnsinnig unfair ist und von dann, daher, dann gehen wir doch mal dahin wieso ist dieser Vergleich unfair weil man das ist jeder ist unterschiedlich und nur weil der eine erfolgreich war mit seiner Art heißt nicht dass jeder andere genauso sein muss ich finde es einfach warum soll ich, ich meine, Kloppo ist eine einzigartige Persönlichkeit. Sowas weiß ich nicht. Gibt es alle paar 10, 20, 30 Jahre vielleicht mal. Ich meine, den, es gibt keinen Menschen in meinem Umfeld, der jeden Klopp nicht mag. Hm, und da bin ja. ich jetzt vielleicht auch ein bisschen geprägt natürlich, aber der ist einfach gefühlt, könnte der auch ein politisches Amt bekleiden ohne Probleme. <laughs> Weil er einfach, der ist als Typ so sensationell und mit so jemandem ver verglichen zu werden, ist wahnsinnig gemein. Gerade wenn es so jemand ist wie Favre, der eher introvertiert ist, eher so. Ja, da, da kann man ja fast was starten. Also in den USA ist ja die große Diskussion, wird The Rock, wird Dwayne Johnson <laughs> Präsident? Wieso können wir das nicht auch in Deutschland machen? Also Jürgen Klopp äh, für Bundeskanzler. Also, dass du Jürgen Klopp und The Rock in ja. einem Satz gebackt hast. <laughs> ja, Schau, aber oder nicht, oder? Also, rein von der Persönlichkeit, sie sind ja beide unglaublich beliebt. Sie sind unglaublich charismatische Menschen. Ähm, gut, The Rock Jeder hat vielleicht auf noch, seine Art und Weise. Ja, ja. Ich wollte jetzt nur sagen: Ja, gut, The Rock hat vielleicht das etwas schönere Lächeln äh, von beiden, aber, aber trotzdem, also sie haben beide wunderschöne Zähne, natürlich mhm. gut wieder wie wie nachgeholfen wurde bei beiden. Man weiß es nicht, okay. Aber jetzt, jetzt geht es schon so in diese In-Touch-Richtung hier in diesem Stream. Deshalb äh, gehen wir da so ein bisschen <laughs> wieder weg. Nein, also, ähm, was hat denn dem BVB in dieser Phase gefehlt? Rein aus dem Sportlichen her. Also, das Sportliche hat ja auch immer was mit den Persönlichkeiten der Spieler zu tun. Genau. Das heißt, gibt jemanden, der, der aufgebärt, wenn was falsch läuft? Das, was wir vorher hatten mit diesen. Ja. Ähm, gibt es Diskussionen? Das heißt, der Trainer sagt, wir machen A, B und C. Gibt es dann vielleicht Spieler, der sagt, hey, es gibt noch eine vierte Option? Und man diskutiert dann darüber. Vielleicht hat es gefehlt. Vielleicht war es Selbstvertrauen. Vielleicht waren sie nicht fit. Das, ist, das sind Fernsehdiagnosen. Das ist im Februar gewesen. Wir haben jetzt fast Januar des nächsten Jahres. Das ist wahnsinnig schwer, das quasi zu sagen. Aber da gibt es so viele verschiedene Ursachen dafür. Ich glaube, sie haben auch nachgeholfen, was die Spieler angeht. Auch wenn es dann mehrere Spieler sind, die gut sind, das heißt so ein bisschen Tiefe reinbringen. Ich glaube, dass der Verein gut geführt ist, so muss man echt sagen. Also in den letzten Jahren auch mit viel Konstanz und auch Ruhe trotz schwieriger Phasen. Also, und das sind natürlich auch alles Lerneffekte, die da entstehen. Ähm, jetzt können wir natürlich ein bisschen über die Defensive sprechen im Vergleich, okay, letzter Februar und vielleicht auch jetzt. Denn es gibt eine ganz interessante Statistik ähm, im Vergleich Rückrunde der vergangenen Saison und Hinrunde in dieser Saison. Ähm, jetzt sagt man, okay, der BVB hat sich wieder ein bisschen gefangen. Und trotz alledem hat man nur zwei Gegentore weniger kassiert. Woran liegt es denn, dass man es irgendwie nicht schafft, diese wirklich komplette defensive Stabilität zu finden? Gute Frage. Du, du bist, also, wenn, wenn du es nicht weißt, dann weiß es ja wirklich keiner. Also, ja, du, du hast ja quasi Infos aus erster Hand, was das betrifft. Ja, das liegt natürlich daran, dass einer der Innenverteidiger wahnsinnig langsam ist. Nee, Quatsch beiseite. Also, sie haben eine offensive Ausrichtung. Wenn ja. man auch sieht, da spielt Hakimi Außenverteidiger, der Typ ist eher ein rechter Flügel oder ein linker Flügel als ein rechter Verteidiger. Also, so rein von der Position her. Nico Schulz hat wahnsinniges Potenzial in der Offensive und in der Defensive vielleicht weniger. Haben wir am Anfang mit zwei Außenverteidigern und zwei Innenverteidigern gespielt? Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben einen dritten Innenverteidiger reingepackt, was die beiden Außenverteidiger entlastet. Das ist ein smarter Move, wie ich finde. Das macht sehr, sehr viel Sinn, wenn man mit vier schlechter verteidigt, dann noch einen fünften hinzuzupacken. Das macht schon definitiv mehr Sinn. Das ist aber auch die das gesamte quasi die, die Mentalität der Mannschaft. Wie wollen sie verteidigen? Wie, wie sehr ist die Priorität aus Verteidigen? Es gibt Trainer, da ist die einzige Anweisung, es geht ums Verteidigung. Alles, was ihr vorne macht, ist mir egal. Favre ist ein anderer Trainer. Favre ist ein, spielt ein, ein Trainer, der auch viel auf Ästhetik setzt, der auch mal oder viel ohne, ohne richtigen Neuner gespielt hat. Das heißt, es gibt offensiv viel mehr Konzepte, da wird dann die Defensive vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Was seine schönen also was, 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 was schöne ähm, Folgen hat sozusagen, weil dadurch sind Spiele interessanter. Da geht's mal ein bisschen hin und her, da geht's nach vorne. Schau nach Spanien, Atletico Madrid, da willst du Atletico Madrid gegen Levante willst du nicht anschauen in der Regel, weil das endet weise nicht. 1-0-0-0. Also. Ja. Das ist dann auch nicht immer schön, aber die kassieren im Jahr, weiß ich nicht, 20 gegen in 38 Spielen. Das ist schon gut. Ja, so ist es. Und diese Dominanz, die man da in Spanien zum Beispiel sieht mit zwei, drei guten Teams und danach kommt lange nichts, das gibt es halt in Deutschland wiederum nicht. So, und da kann jedes Team Tore schießen, egal gegen wen es dann am Ende geht. So, dann eine Frage, was hier da noch steht. Ähm, was muss jetzt im Winter passieren? Also, du hast es schon angesprochen mit der Dreikette Sagadur, der jetzt ähm, auch neu mit dazugekommen ist. Ähm, was muss sich trotzdem jetzt im Winter verbessern, um wirklich dann diese defensive Stabilität weiter voranzutreiben? Ähm, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, defensiv Stabilität zu bekommen. Sie müssen, also Dortmund ist sich ja bewusst, die sind in der Meisterschaft noch im Rennen, im dfb pokal noch im Rennen, in der Champions League noch im Rennen. Eine wahnsinnig gute Ausgangsposition für die, für die Rückrunde. Sie haben einen wahnsinnig talentierten. Mittelstürmer geholt, mit, mit, mit Haaland eben, der super ins Bild passt, ein robuster, ein wilder Stürmer, der physisch unheimlich viel mitbringt, der einfach auch vorne drin stehen kann. Sie kommen so viel durch über die Außen. Es ist ein, für mich wirklich ein ganz, ganz entscheidendes Puzzleteil für diese Mannschaft. Oh, ja. Und dieses Bewusstsein, hey, wir können Titel gewinnen, wir sind eine gute Mannschaft. So, das ist ja immer, ich will jetzt irgendwie keine Klischees bedienen, aber so dieses, diese, diese Überzeugung zu haben, man ist ein Champion, man ist ein Gewinner. So dieses ich, ich sage jetzt nicht den, den Leitspruch der Bayern, aber ihr wisst alle, was ich meine. <laughs> Mir sind der BVB. Ja, Nennst du, wie du es willst, aber weißt du, so dieses: hey, ja. wir sind wer, wir sind die, die jetzt diesen Titel gewinnen werden oder gewinnen wollen. Und ja, wenn sie das schaffen, dann haben sie auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich habe jetzt auf der Defensive so ganz bewusst ein bisschen das rumgehackt. Schon klar, aber ja. schön umschifft. Ne? Ja, aber jetzt kommst du leider nicht mehr drum herum, denn wir kommen zum März. <laughs> ja, und da kommt das nächste große Thema. Löw wirft die Weltmeister raus. So, und da kannst du mir nicht mehr irgendwie kommen mit, <laughs> ah, aber wir müssen über was anderes sprechen, über die Offensive. Nee, jetzt eben nicht. Ähm, Jogi Löw hat nämlich gesagt, 2019 ist für die deutsche Nationalmannschaft das Jahr des Neubeginns. So, das ist ja schön und gut. Dann kommt er nach München, fährt an die Seltener Straße und sagt Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels, Leute, das war's. Mhm. Und du hast eine Sache angesprochen: äh, die Schnelligkeit von Mats. Wie triggert ihn denn das, wenn er es hört, oh, er ist zu langsam? Äh, ich denke, es nervt ihn schon, weil so langsam ist er nicht. Und das muss ich leider unterstreichen, auch wenn ich ihm nicht gerne Komplimente gebe. Aber es wird natürlich dann, er verliert einen Sprint und dann sagt man wieder, er ist zu so langsam. Oder Thomas Müller trifft wieder das Tor nicht und dann sagt man, Müller ist nicht mehr der Alte. Es ist schwarz und weiß. Die Sichtweise kennen wir alle aus dem, aus dem Sport und, dem, und der Berichterstattung. Das wird es nicht mehr ändern. Aber. Um jetzt diese Frage, die erste Frage quasi zu beantworten, mit dem, wie sehr ihn das stört mit der Schnelligkeit. Wie gesagt, er ist natürlich nicht der Schnellste, er ist kein Ramos oder Boateng, aber ja, dass er irgendwie zu so langsam ist für größere Aufgaben, finde ich jetzt nicht. Dass man die drei nicht mehr nominiert, ist legitim. Der Auftritt, glaube ich, wie er entstanden ist, wurde auch schon viel diskutiert, war... Verbesserungswürdig. Das <laughs> <laughs> Potenzial auf jeden Fall. Das also, auch, also man, man könnte das Feedback geben. Ja, er war ja. bemüht, der ja, Wille ja, ja, war genau, da, aber genau. es hätte schöner aussehen können mhm. am Ende. Wie hast du denn persönlich davon erfahren? Waren es wirklich die Medien oder hast du einen Anruf bekommen? Ähm, ich habe mit Mats telefoniert. Ich war an dem Tag in Madrid. Ich weiß noch ziemlich genau im Retiro. Es ist ein relativ schöner Park. Ähm, Na, Prado und wir waren nämlich mit der Zone da, weil wir das mit Klassik übertragen haben mhm. und das Champions League Achtelfinale von, von Real gegen Ajax. Und war in diesem Park, es waren, weiß ich nicht, 22 Grad, es war wirklich wunderschön und er rief mich an und sagt: Hey, meine Nationalmannschaftskarriere ist vorbei. Und da, so habe ich das erfahren. Ich meine, es kam ein paar Stunden später raus und hat jetzt nicht lange gedauert. Aber ja, er war wahnsinnig traurig, logischerweise. Das ist ja auch immer irgendwie ein Traum und ein großer Schritt in so einer Karriere. Aber am Ende gehören natürlich Enttäuschungen wieder zu. Er hat es gut verarbeitet, wie ich finde, ist jetzt niemanden böse, ist nicht irgendwie sauer auf wen auch immer. Und ja, spielt er inzwischen auch wieder ganz gut. Es ging ja um diese Endgültigkeit, die ja da so dramatisch auch formuliert mhm. wurde. Egal was passiert eigentlich, hast du keine Chance mehr. Ähm, jetzt habe ich hier natürlich ein paar Zahlen mir rausgesucht ähm, über Mats. Wenn wir schon mhm. bei diesem Thema sind, 89% Passquote und natürlich, ähm, was im Aufbauspiel ja schon mal ganz wichtig ist, und das ist ja auch, wenn man so will, eine seiner größten Stärken, zu sagen, okay, mhm. er hat ein Auge für die Mitspieler und weiß, wie er einen Spieler öffnen muss, damit es erfolgreich am Ende dann sein wird. Ähm, plus natürlich in der Defensive, was ist, wenn der Gegner flankt, dann ist ja die Kopfballstärke auch ein ganz entscheidender Punkt, 69 Kopfballduelle hat er gewonnen, das ist Platz 4 von allen Bundesligaspielern. Das ist schon nicht so schlecht und dann kann man halt auch irgendwie, wenn man mit Zahlen argumentieren möchte... Eigentlich nicht sagen, dass das so schlecht für die Nationalmannschaft wäre. Also, vielleicht seht ihr das ja anders, meine lieben Leute. Ihr könnt das natürlich auch hier gerne in den Live-Chat nochmal posten. Da schaue ich jetzt mal rein, ob da rumdiskutiert wird. Ähm, ja, da wird über Müller zum Beispiel gesprochen oder der Hashtag EM ohne Löw. Ja, Okay, so weit müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, oh, was, was war das für ein Gesichtsausdruck? Nein, nee, ich habe nur überlegt, ich hab überlegt, im Sommer ist die EM. Nee, nee also das, das wäre auch wahrscheinlich. Beim um Gottes willen, das wäre keine gute Idee, jetzt äh, plötzlich den Bundesrennen rauszuwerfen. Schaut euch Spanien an vor der Weltmeisterschaft. Da ist es ja brutal nach hinten losgegangen. Das hat nämlich überhaupt nichts gebracht, mit Lopetegi ihn da so kurzfristig rauszukicken. Und ich glaube, das sollte man tunlichst vermeiden. Ähm, so, aber wenn man hier schon über die ganze Situation spricht. Wäre es nicht eine Idee gewesen, okay, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, Süle ist verletzt, es gibt noch weitere Verletzungen, ähm, Robin Koch neben Mats Hummels zu stellen, wäre das eigentlich eine? Würden sich die beiden neutralisieren, weil sie ja doch relativ ähnliche Spielertypen sind, oder würde, würde es tatsächlich doch äh, würde man doch voneinander profitieren? Warum explizit Robin Koch nicht? <laughs> weil, weil ich ihn großartig <laughs> ja, 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 finde, ganz gut. ehrlich. Also für mich ist er <laughs> so der legitime Nachfolger von Mats. Äh, okay, ja. im also mir persönlich, ich bin da, das ist eine Trainerentscheidung. Also, wenn wenn Jogi Löw der Meinung war, das war ja und vertritt das ja auch, dass es eben eine neue Generation gibt, der will neue Spieler ranziehen, ist es doch legitim. Also, klar, ist es ist schade für diejenigen, die rausfallen, aber diejenigen, die nachkommen, die profitieren davon. Ich weiß nicht, jeder hat mal von Entscheidungen von Personalentscheidungen profitiert in so einer in so einer Karriere, in so einer Profikarriere, von daher, ja. Das eine freut das anderen leid, so dumm es klingt und so flach dieser Spruch auch vielleicht ist, so wahr ist er auch. Und von daher, wer weiß, ob es funktionieren würde, wer weiß, ob es besser mit den Dreien wäre, wer weiß, ob es besser mit einem von den Dreien wären oder mit zwei, das ist ja immer sehr, sehr hypothetisch. Ich finde, einen, einen, eine, eine Entscheidung zu machen, so eine Entscheidung ist immer mutig. Von daher ist es leicht, drauf zu hauen, aber ja. Ich habe mich darüber nie beklagt oder was auch immer. Mats hat eine wahnsinns Karriere gehabt, wie ich finde, in der Nationalmannschaft. Ja. Hätte jetzt kein Problem gehabt, wenn sie länger gegangen wäre, aber so ist es halt. Ich meine... Das ist der Sport. Das ist der Sport. Kommen wir zu dem nächsten Thema, zum nächsten großen Thema. Das ist dann der April. Und da kommen wir zu einer Sache, die du schon angesprochen hast. Das Europawunder von Eintracht Frankfurt. Diese tollen Choreografien. Du warst im Stadion. Wie oft hast du Gänsehaut gehabt? Ja, schon häufig. Also das waren wirklich spezielle Momente. Auch wir haben ja ganz viel mit, mit der Sony übertragen. Gruppenphase schon wo die schon fulminant war. Spiele in Mailand, in Lissabon, gegen Chelsea. Das war wahnsinnig bitter natürlich, aber das waren tolle Momente, das muss man echt sagen. Das war ja manchmal wie im Flow. Die Eintracht konnte machen, was sie wollte und irgendwie hat es funktioniert. Die Fans waren da, die, die Leute waren da, auch alle Beteiligten waren wahnsinnig sympathisch in der ganzen Zeit, die wir irgendwie mitbekommen haben. Interviewpartner, Netz, Also es war fast alles schon zu perfekt. Dementsprechend wirklich irgendwie bitter, dieses, wie dieses Ausscheiden war, auch wenn es ja irgendwie wirklich, wirklich bitter war. Also es war echt so, ich meine, ich bin ja auch irgendwo neutral gerade. Also in Europa ist man natürlich schon, ähm, in europäischen Wettbewerben schon eher natürlich für die deutsche Mannschaft, weil da ist echt so, ach. Und dann siehst du die Spielergesichter mhm. und es war wirklich, also das war Enttäuschung und. Trauer ist ein bisschen hart, aber da schaust du in die Gesichter und die hängen und sind, stehen K.O. alle miteinander und konnten es irgendwie kaum glauben. Aber es waren geile Momente, es waren geile Monate, geile Wochen, muss man echt sagen. Toll gespielt. Vor allem mit so einer, mit so einer Art, die, glaube ich, jeden auch irgendwie gepackt hat. Also, das war kein Mauern, das war kein, wir sind die teuersten Spieler und haben irgendwie die, das meiste Talent, sondern das war mit viel Arbeit, mit viel Sympathie verbunden. Bevor ich ganz viele Fragen an dich habe, möchte ich eine Sache Gerne. auch hier nochmal in die Kamera sagen. Äh, danke, Eintracht Frankfurt. Denn es gibt ja für die Europa League diesen wunderschönen Spitznamen von Frank äh, Franz <laughs> Beckenbauer. Äh, der Cup der Verlierer. Er hat das zumindest zum UEFA Cup, also zum Vorgängerwettbewerb gesagt. Und da muss ich wirklich sagen, Eintracht Frankfurt ist so der erste Verein seit langer Zeit, zumindest in Deutschland gewesen. Mit so ein paar Abstrichen vom ersten FC Köln. Die, die London-Reise da zum FC Arsenal, das war schon eine geile Nummer damals äh, von den Kölnern. Aber ansonsten, wenn ich an die Europa League denke und deutsche Teams in der Europa League, dann ist es ein einziges Trauerspiel. Leere Ränge, keine geilen Spiele. Es, es wirkt alles so, oh, wir haben überhaupt keinen Bock drauf, wann ist endlich wieder Bundesliga. Und bei Eintracht Frankfurt war es genau das Gegenteil. Also danke, liebe SGE, danke Eintracht Frankfurt, dass ihr uns so geile Momente beschert habt. Und einen Moment wird es ja hoffentlich noch geben, mindestens einen, jetzt dann äh, in Salzburg, in der. Zwischenrunde, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, so, aber jetzt Fragen, ganz viele Fragen an dich, denn grundsätzlich, du arbeitest für The Zone in der Europa League und ähm, bist der Experte, stehst immer am Spielfeldrand. Wie sieht da so ein geregelter Tagesablauf für dich aus? Ähm, bei so einem Spieltag vor Ort, meinst ja, du? Ja, genau. Also in der Regel trifft man sich relativ früh als gesamte Redaktion, da sind ja doch viele Leute beteiligt und bespricht so ein bisschen den ganzen Ablauf der Sendung, also so redaktionelle Besprechungen, ähm, nennen wir das. Dann gibt es natürlich noch weitere Vorbereitungen, also ich schaue mir mal die, die, die Spiele nochmal an von den jeweiligen Vereinen. Man liest sie natürlich ein bisschen ein, ich probiere das immer so zu machen, dass ich nicht so redundant bin zum Kommentator, der natürlich sehr, sehr. Viel beschreibt, sondern ich probiere eher so: Okay, wie spielt ein Spieler? Ist jetzt ein junger Spieler im Kader? Schauen wir vielleicht noch Videos an von gewissen Momenten, von Spielen. Und dann geht schon langsam zum Stadion. Da gibt es dann einen technischen, technischen Ablauf, vielleicht noch mal eine weitere Besprechung. Dann dreht man noch vielleicht irgendwelche Teaser oder Openings oder was auch immer. Und so geht es dahin. Dann kommen irgendwann Interviews, dann wird man geschminkt, ab und an dann auch. Und ja, so ist es. Das ist relativ. Ja, ich würde mal sagen, nicht so ökonomisch so ein Tag. Weil man reist, ja. man dreht dann mal, ich meine, das kennt man ja so, dann dreht man einen Opener 30 Sekunden und braucht dafür eine Dreiviertelstunde, <laughs> wie es halt mal so passiert, ja. mit Amateurschauspielern, wie wir sie sind. <lacht> <lacht> Aber es ist alles, es ist cool. Also wenn es nicht gerade wie damals in London, glaube ich, da hat es durchgehend geregnet, dann hätte man doch noch mal ein bisschen die Stadt anschauen können. Aber so der Tag selber ist tatsächlich ja, relativ durchgedragen, ohne dass er ja jetzt sonderlich... Anstrengend. Wenn ein Auswärtsspiel ist, also Lissabon zum Beispiel, das war ja gegen Benfica im April tatsächlich, also das Hinspielen 2 zu 4, eine Niederlage, mhm. eine sehr bittere Niederlage, wo alle schon gesagt haben, okay, das wird es jetzt wahrscheinlich gewesen sein, dann der 2 zu 0 Sieg ähm, im Rückspiel, was ja wirklich fantastisch war. Ähm, aber trotz alledem, also wie lange bist du bei so einem Auswärtsspiel überhaupt da? Reist du am Abend davor an und fliegst am nächsten Tag wieder nach Hause oder bist du wirklich länger, zwei, drei, vier Tage in der Stadt und kannst dann wirklich dir Zeit nehmen und der, das alles dann anschauen? Das kommt ganz drauf an. Also in Lissabon bin ich auf jeden Fall noch einen Tag länger geblieben, das weiß ich. Ähm, Habe am nächsten Tag noch die Stadt angeschaut, ich war noch nie da. Mhm. Das war ein ganz guter, ganz guter Punkt. In Madrid waren wir damals sechs Tage am Stück, weil wir irgendwie Classico Plus, ähm, das Achtelfinale noch gemacht haben. In London, ich meine, wenn das sind coole Städte, Mailand genauso, da reise ich natürlich gerne früher an und ähm, schaue mir das dann an. In der Regel sind es am Tag dem Spieltag, reist man an, mhm. dann ist der Spieltag und dadurch, dass die Spiele spät sind, reist man am nächsten Tag ab. Also okay. in Lissabon bin ich dann, wie gesagt, noch einen Tag länger geblieben, waren ein paar von uns aus der Redaktion, die noch da geblieben sind. Und dann macht man noch ein bisschen Zeit. Ziehen. Die ersten Tage sind natürlich trotzdem Vorbereitungen. Eintracht Frankfurt kannte ich irgendwann ein- auswendig, da war dann nicht mehr viel Vorbereitung, da kannte ich wirklich <laughs> jeden. Ähm, und. Genau, so sieht es aus. Bei der Vorbereitung sprichst du da auch mal mit den Spielern, rufst du da einfach mal Dani da Kostan und sagst: Dani, sag mal, wie viel, ab wie viel hast du denn noch im Tank? Wie oft kannst du dann noch diese Linie rauf und runter laufen? Nee, tatsächlich gar nicht. Also, ich habe auch jetzt, als wir, mit, als wir zwei, zwei, drei Dortmund-Spiele gemacht haben, auch mit, ich meine, wir reden natürlich allgemein mehr drüber, also Mats und ich, so über Fußball, aber es soll ja meine Meinung sein. Mhm. Und es soll ja irgendwie meine Beobachtung sein und es soll die, die, meine Überzeugung sein von irgendwas oder meine Ansicht. Deswegen probiere ich das zu vermeiden, weil es trübt nur eher die Sicht, es sorgt nur eher dafür, dass ich jetzt nicht unbedingt, unbedingt das wiedergebe, was ich sehe. Und wenn meins komplett falsch ist, dann ist es halt falsch. Mhm. Aber dann ist es wenigstens meine Aussage und meine Meinung von daher mache ich das tatsächlich nie also ich habe noch nie einen anderen weiß ich nicht Journalisten angerufen einen Spieler einen Trainer einen Kommentator macht das schon was ich auch was auch sein, sein Job ist bin ich der festen Überzeugung dass man sich da informieren sollte und Rücksprache halten sollte aber ja wenn ich das machen würde glaube ich wäre das ein bisschen wenn ich ganz so ehrlich wenn ich dann den Trainer frag und Florian kofeld erzählt mir dass Werder Bremen morgen in einem 4-4-2 mit Raute spielt und viel pressen will, dann wenn ich das am nächsten Tag sage, dann ist es ja geheuchelt. Dann ist es ja nicht meine Beobachtung, sondern die Information, die ich vorher hatte. Deswegen mhm. mache ich das nicht. Was ist denn für dich als Experte so dein Ziel, wenn du in der Sendung reingehst? Was willst du wirklich erreichen damit? Mit ich weiß, das ist eine sehr schwierige nee, Frage. nee, es, es ist, ist Eine ganz so breit schwierig. gefächerte Frage. Ich finde sie nicht so schwierig. Ich finde, ich, so, ich, ich will den Zuschauer unterhalten. Mhm. Und es soll jetzt nicht so sein, dass ich ihn irgendwie mit keine Ahnung irgendwelchen emotionalen Torschreien oder sowas unterhalten will, sondern es ist ein Fußballspiel und das Fußballspiel läuft und im besten Fall ähm, wird das durch den Kommentar vielleicht ein bisschen interessanter und im schlechtesten Fall bleibt es genauso. Das ist das Ziel, also jeder kennt es, jeder ist mal genervt von einem Kommentator, von einem Experten, was redet der für einen Stuss? mein Gott, was redet der da, völlig normal und mein Ziel ist es eben, dass der Zuschauer im besten Fall sagt, er, wie gesagt, das war cool, hey, geil, ah, interessant, ist mir gar nicht aufgefallen, und im schlechtesten Fall sagt da gar nichts. Dann versuche ich jetzt den Bogen so zu spannen zum nächsten Thema. Also, ein Verein hat seine Fans bei weitem nicht unterhalten. Kommen wir zum Mai. Ja, der Hamburger SV vergeigt den Aufstieg. Ach, ein, ein bitteres Thema. Mhm. Ein Thema, worüber man wahrscheinlich eine Stunde diskutieren kann. Woran hat es gelegen? Ne? Um da Rainer Kalm so ein bisschen zu zitieren. <laughs> ähm, es war ja ein wirkliches Jahr voller Höhen und Tiefen. Ne? Der ja, Aufstieg. Stehend. Voller Höhe. <laughs> <laughs> aber insbesondere das letzte Jahr, das war ja wirklich, als ob man gerade Deutscher Meister wird, hat man sich irgendwie im, im Winter gefühlt, man wurde Hinrundenmeister beim HSV, man hat so gesagt, okay, jetzt ist es ist eigentlich alternativlos, in die Bundesliga aufzusteigen, wir müssen da wieder hoch, wir sind ja der Bundesliga Dino, ne? äh, mittlerweile nicht mehr, jetzt ist es Werder Bremen, aber so wie es aktuell läuft mal schauen wie lange das noch der Fall dann sein wird vielleicht ist dieser Name auch einfach nur ein Fluch vielleicht sollte man sich nicht Bundesliga Dino ja. nennen wobei Werder Bremen das eh nicht so gerne hat äh, aber anderes Thema in der Rückrunde dann insbesondere äh, im Mai dann ging es ja wirklich drunter und drüber 16 Spiele 16 Punkte die Bilanz eines Absteigers und da kann man fragen was war los ja, ich meine, es ist ein turbulenter Verein, der übrigens in den letzten halben Jahr das aber ziemlich ordentlich wieder macht, so was ja. die was auch das ganze so die mediale Berichterstattung angeht, also sind ein ruhigere Fahrwasser eingefahren, wenn man das so sagen ja. kann. Ähm, ja, ist die Frage, vielleicht war es zu viel Druck, vielleicht war das ähm, war die Qualität dann doch nicht so hoch. Es ist auf jeden Fall dann so eine so ein Abwärtstrend gewesen, so ein Strudel und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses diese selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man sagt, ah, wenn ihr es jetzt wieder verkackt, wenn es jetzt wieder verkackt, oder wenn wir das nächste Spiel verlieren und es war immer so diese negativ ähm, diese negativen Worte und diese negative Konnotation war immer damit verbunden. Ich glaube, das ist dann su super, super schwer daraus zu kommen. Und das hat den Hamburger SV ja eben recht. Wichtiger Punkt. Der HSV hatte den jüngsten Kader in der zweiten Liga, 23,1 Jahre. Im Schnitt waren da die Spieler alt. Zusätzlich, die Führungsspieler, die waren ja quasi über weite Teile der Rückrunde nicht existent, egal ob es ein Aaron Hunt war oder ein Louis Holtby. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich. Du warst ja auch ein Führungsspieler bei der Spielvereinigung unter haching einer der Sag ich jetzt, das würdest du wahrscheinlich so nicht sagen, aber einer der wichtigsten Männer auf dem Platz. Und deshalb mal die Frage, was ist so die Rolle als Führungsspieler? Wie, wie zeigt man, dass man ein Führungsspieler ist gegenüber den anderen Jungs, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind? Es gibt zwei unterschiedliche Sachen. Die eine Sache ist, man führt durch sein Verhalten, das ist ganz natürlich. Das ist eher so ein, ich sage jetzt mal, ein stiller Führungsspieler, der einfach wahnsinnig viel Gas gibt. Und seine Leistung bringt, der geht den Kraftraum davor, der kommt früh, der geht spät, der ist wahnsinnig vorbildlich auf dem Platz, ohne jetzt groß zu coachen, ohne groß mit anderen Leuten zu reden oder was auch immer. Dadurch kannst du natürlich Spieler beeinflussen oder du kannst derjenige sein, der das emotional macht, über Ansprachen, über die Leute packen, die Leute zur Seite nehmen, irgendwie mit denen Gespräch suchen, vielleicht auch Gefahrenherde früher erkennen. Und das ist, kommt völlig drauf an. Zum Beispiel, alles reden über das war ein bisschen eine andere Sportarten, Dirk Nowitzki. Der war nie jemand, der einen jüngeren Spieler zur Seite genommen hat und gesagt hat: hey, ich habe das so gemacht, mach das doch lieber so, bla bla bla. Der war einfach wahnsinnig vorbildlich in, seiner, in seinem kompletten Verhalten und hat dadurch die Spiele auch geführt, mhm. weil er einfach ein, ein, ein perfektes Beispiel war. Bist du eher der laute Typ auf dem Platz gewesen, der wirklich die ganze Zeit rumschreit und die Leute kommandiert und sagt: Hey, da musst du jetzt mal einen Meter nach links dich stellen? Oder wie reagierst du in dieser Situation? Oder bist du eher der, Junge, der, der, der Leisere, der sagt: Hey, oder wirklich mal zum anderen Spieler geht und ihm dann ins Ohr flüstert, so macht das doch da ein bisschen besser? Oder ist es vielleicht sogar ein Mix aus beiden gewesen? Also, ich war auf jeden Fall, ich habe schon viel geredet, aber ich habe nicht geschrien. Also, ich kam jetzt nicht, ich kann mich noch erinnern. Ähm, wir hatten mal ein Spiel gegen, mit Haching gegen KSC. KSC war Erster. Ich glaube, es war irgendwie so im, Frühjahr unseren, also im Frühjahr des Jahres. Und ein Spieler von uns hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ein Sechser hat ein Tor geschossen auch und hat aber die ganze Zeit geschrien und gemeckert. Und weil irgendwer unzufrieden war und dann habe ich ihn irgendwann genommen bei einer Ecke und gesagt: Hey, du bist dir schon klar, dass du gerade der beste Spieler auf diesem Platz bist. Wir spielen in den Tabellen Erster und du bist mit Abstand der beste Spieler. Und habe ihm das aber völlig ruhig gesagt. Und das war halt so mein Versuch, ihm ein bisschen. Diese, diese Spannung, diese Anspannung zu nehmen. Und das ist, aber der eine Spieler versteht es und den andere Spieler muss man anbrüllen. Ich bin kein Typ, der gern gebrüllt hat. Das ist mit Sicherheit mal vorgekommen oder kommt oder sollte auch mal vorkommen, aber ja, hast du es gern, wenn du angeschrien wirst? Eigentlich nicht. Und das denke ich mir ja immer. Wie? Oh Gott, da, da könnte ich jetzt natürlich äh, zig Geschichten <laughs> erzählen vom beruflichen Alltag und vom beruflichen Leben. Ähm, ich glaube, das lassen wir lieber. Nein, mhm. also, was, was mein persönliches Gefühl ist und war, wenn man angeschrien wird, egal in welcher Situation das jetzt ist, dass man erstmal verunsichert wird. Und man wird man, defensiv. Ja, genau. Dass, genau. Man, dass ja. man erstmal so in diese Abwehrhaltung mhm. hineingeht und sagt, okay, das habe ich jetzt falsch gemacht und dann vielleicht auch mit sich selber so ein bisschen hadert. Und ähm, das darf dir natürlich, egal ob das jetzt auf dem normalen Stuhl, wenn du in der Arbeit sitzt, ja. ähm, darf das nicht sein oder auf dem Fußballplatz darf das natürlich auch nicht sein, weil diese Gedankenschnelligkeit, die du eigentlich brauchst, als, insbesondere als Fußballer, die hast du dann plötzlich nicht mehr. Und ähm, da stelle ich mir das sehr schwer vor, wirklich Top-Leistungen abliefern zu können. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass es auf dem Fußballplatz doch mal ein bisschen härter zur Sache geht, auch was die Worte angeht. Klar. oder? Ja, voll. Also, das ist. Was, was, war, was, war denn, was war denn das Schlimmste, was du jemals einem Mitspieler, vielleicht auch einem Gegner, an den Kopf geworfen hast? Also, ich kann dich natürlich jetzt hier <laughs> nicht aussprechen. Doch, also, doch. Aber. Also, wenn es ganz schlimm ist, dann piepen wir es eventuell dann nochmal raus, aber. <laughs> also ich kann mich an Spiel erinnern. Ich habe nach irgendwie einer längeren Verletzungspause bei den Haring Amateuren gespielt, damals Bayernliga. Und ich war gar nicht, also es war jetzt nicht das erste Spiel oder die erste Woche nach Verletzung, aber das war einfach so Spielpraxis sammeln und ich war wahnsinnig schlecht. Ich war wirklich, ich glaube, ich war mit Abstand der schlechteste Mann auf diesem Fußballplatz. Und mein Gegenspieler war, ich meine, ich war irgendwie immer relativ athletisch, ich war eigentlich ganz schnell und fit und irgendwie groß. Und mein Gegenspieler war... Ich weiß nicht. Der wog 90 Kilo bei 1,70 Körpergröße und der hat mich wirklich auf den Bierdeckel ausgespielt. Der hat Finden gemacht und ich war einfach nur genervt. Ich war wirklich nur genervt und habe mich irgendwie zwei, drei Mal gefault und dann habe ich ihn wirklich wüst, wüst beleidigt und weggeschubst und hatte wahnsinnig Glück, dass ich nicht vom Platz geflogen bin. Mhm. Also ich hätte definitiv eine rote Karte verdient gehabt und ich habe mich so geschämt, dass ich in der Halbzeit, das war kurz vor der Halbzeit, dann also hat er mich ein bisschen runtergekommen. Ich so geschämt, dass ich mich entschuldigt habe bei ihm und der hat es dann auch verstanden, also, aber ich habe ihn wirklich, also das war nicht, nicht nett, ich würde das auch nicht, dass wir das rauspiepen, weil das ist ein langer Piep und, <laughs> und da wären ganz schön viele Piepser dabei, das ist, ja, kommt vor, auch ja. im Training kommt vor, auch mit, mit Leuten, mit denen ich auch nach wie vor befreundet bin, dass man sich, ja, nicht gut versteht und auch mal, jetzt Gott sei Dank trete ich niemanden um, aber, oder habe niemanden umgetreten, aber das ist, ja, passiert, 100%, das ist aber nicht mein, also das ist nicht, keine Absicht, sondern das ist Emotion. Und weil du es gesagt hast, dass dich der hergezockt hat, vielleicht müssen wir das noch den Leuten sagen, die dich vielleicht nicht aktiv äh, gesehen haben. Auf welcher Position hast du gespielt? Ja, ich war auch Innenverteidiger und manchmal rechter Verteidiger, aber in der Regel Innenverteidiger. Und ja, genau. Also das war Dritte Liga nachhin gespielt eben mhm. ein paar Jahre. Bin natürlich viel verletzt gewesen. Und genau, und das war Bayernliga. Und der Typ hat auch maximal Bayernliga. Das war sein Maximum, das er erreicht hat damals. <laughs> ich bin mir sicher, dass der auch da schon drei Ligen hochgespielt hat hm. in der Theorie. Aber es das war, das war wirklich ein schlimmes Spiel und ich denke auch nicht gern dran. Vielleicht sieht er es ja gerade. <laughs> Vielleicht schaut er gerade zu und denkt sich, ey, ich war viel zu geil für die Bayern-Liga. <laughs> Alles möglich. Nun ja, interessant auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, um mal ein bisschen Gas zu geben, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, der Juni 2019 und da ist eine Sache gewesen, direkt am ersten: äh, das Champions League-Finale mit dem FC Liverpool. Der Sieg in der Champions League. Was verdient? Ist der FC Liverpool ein verdienter Sieger gewesen? Ja, fand ich schon. Also, auch wenn man das jetzt sieht, wie sie spielen, wobei sie am Anfang sie auch ein bisschen Glück hatten. Es ist im Flow, diese drei da vorne. Es ist fast eine perfekte Mannschaft, wie ich finde. Nabi Keita hat in der Zeit gar nicht mal gespielt, den wir aus der Bundesliga. Ja, irgendwie gut kannten und da dachte ich mir, das ist der perfekte Spieler, der geht für 70 Millionen dahin und sitzt dann auf der Bank. Und das ist Liverpool. Sie spielen mit dieser Emotion, die klopft wahnsinnig gut, wie glaube ich kein anderer Trainer weltweit irgendwie vermitteln kann, sind unheimlich flexibel, haben einen wahnsinnigen Innenverteidiger. Also es hat einfach alles gepasst. Sie waren die beste Mannschaft in dem Jahr in der Champions League. Hochverdienter Sieger, wie ich finde. Glaubst du an Flüche? Nee. Nein, okay, weil es gab ja einen Finalflug ähm, hm. von Jürgen Klopp. Er hat ja ein Final nach dem anderen verloren. Also zweimal die Champions League, zweimal das DFB-Pokalfinale, Liga-Pokal 2016 und dann noch die Europa League. Auch da bittere Niederlagen. Also ich weiß gar nicht, ob er dann nochmal eine Niederlage jetzt im Champions-League-Finale verkraftet hätte, denn er, er sah schon so verbissen aus und die Monate davor liefen ja auch jetzt nicht so sonderlich gut, die Meisterschaft wurde verspielt, mhm. das war auch nicht mehr der schönste Fußball, den man da gesehen hat, auch das Champions-League-Finale, also rein vom spielerischen Niveau, es gab zwar schon, ich glaube, zwei Wochen Pause waren es für den FC Liverpool davor, also man war schon gefühlt so ein bisschen in der Sommerpause drin. Ja, ah, da bist du nicht in der Sommerpause von Champions-League-Finale, ja, auf, ja, naja, auf gar keinen Fall. Aber wenn, wenn, dir, wenn man sich überlegt, okay, du hast ja zwei Wochen überhaupt kein Spiel, nee, also nee, du bist wieder bei der Nationalmannschaft. Nein, maximale Anspannung, maximale Anspannung. Ja. Ist interessant, weil ich meine, Jürgen Klopp hat auch was in diese Richtung gesagt. Ja gut, aber das ist glaube ich eher. <laughs> ich meine, Jürgen Klopp ist allgemein sehr verbissen, muss man sagen. Also das ist auch im Spiel, weiß nicht. In dem League Cup oder Carabao Cup oder wie auch immer diese Cups heißen in England, ähm, ist der genauso verbissen und will genauso gewinnen. Also da bin ich mir sicher, da war jeder so angespannt. Ich, ich finde, das ist die Anspannung, die dann diese diese Spiele oft so ein bisschen unattraktiv erscheinen lässt. An sich, finde ich, wenn man dieses Knistern merkt, wenn man merkt, okay, ein Fehler und er wird sofort bestraft, das finde ich, das liebe ich, das finde ich geil. Viele finden es nicht so attraktiv, aber das ist das höchste Niveau an sich. Dann können wir ja ein bisschen über Klopp sprechen, über den deutschen Brain The Rock Johnson, wenn man so will. <laughs> ähm, was ich immer so interessant fand, war, seine Vielseitigkeit, die er an den Tag gelegt hat. Also, wenn man sich seine Zeit in Mainz anschaut, wo er wirklich diese defensive Robustheit gelernt hat, ähm, in Dortmund dann diese schnelle Umschaltspiel und beim FC Liverpool jetzt nicht in der Champions League, sondern vielmehr in der Premier League, also dann mit deutlich mehr Ballbesitz äh, hantieren musste. Ich habe es mir auch hier nochmal aufgeschrieben, ähm, in der Premier League letzte Saison. 58,5% Ballbesitz im Schnitt. Es war Platz 3 in der Premier League. Und das für einen Trainer, der das normalerweise überhaupt nicht gespielt hat, zumindest für, früher bei seinen Vereinen, nicht in dieser exzessiven Art und Weise. Ähm, wie hat sich denn Klopp dann auch in Liverpool weiterentwickelt, jetzt über die letzten Jahre gesehen? Ja, er ist schon viel weltmännischer geworden, wie ich finde. Also, ich meine, wenn ich, wenn ich ihn da an der Seitenlinie dem denke ich mir, es gibt keinen Platz, wo er besser aufgehoben ist gerade. Und dann auch so mit dieser Art. Die Arbeit den Journalisten umzugehen, war schon immer hervorragend. Ich meine, klar hat er da er auch mal war ein bisschen dünnhäutiger, aber das zeichnet ihn ja auch aus. <laughs> ist ja irgendwie auch ganz sympathisch. Ähm, ich glaube, das, was du angesprochen hast, so dieses mit Ballbesitz agieren, das hat eine Ursache, nämlich die, dass er wahnsinnig gut mit den Spielern klarkommt. Das ist. Weil wir das vorher auch hatten mit Kevin Prince Boateng hat sich kürzlich auch geäußert dazu, warum er mal, warum man eben für Kloppo mhm. durchs Feuer geht, weil er eben einen immer packt, weil er eben auch wahnsinnig individuell ist. Also der ist nicht zu dir genauso wie, mit, wie zu mir oder zu Kevin Prince Boateng genauso wie zu Lukas Piszczek. Sondern er packt jeden persönlich, er hat eine, eine wahnsinnig hohe Empathie und kann das gut klar machen, kann das, kann das gut vermitteln. Gutes Trainerteam, wie ich immer finde, das war immer eigentlich ganz gut besetzt. Und so macht er das und kann auf Mosala genauso eingehen wie auf Firmino und packt die Spieler aus der Perspektive und hat dann natürlich diesen Siegeswillen, den wir vorher schon hatten. Ne? Was, was, was ich mich jetzt gerade frage, gibt es eigentlich überhaupt irgendeinen Spieler, der sich mal negativ über Klopp geäußert hat? Also eigenen Spieler, den er... Hatte? mit Sicherheit. Ich meine, ob das jetzt alles einmal öffentlich funktioniert oder, oder stattfindet, wahrscheinlich nicht. Aber ja, nee, aber wirklich, Wie der, den so abgrundtief in Anführungszeichen hasst, dass er irgendwelche Interviews irgendwann mal. Ja, musst du nur mal schauen, wo er hin ist und welche Spieler dann abgesenkt wurden <laughs> und mit denen Interviews führen und die sind mit Sicherheit nicht happy. Ich meine, es gibt halt nur begrenzte Plätze in so einer ja. Fußballmannschaft. Du kannst nie jeden glücklich machen. Aber wenn du mehr glücklich machst als der Trainer davor oder ein anderer Trainer, hast du schon mal ziemlich viel gemacht und in, er kriegt es eben gut hin. Das definitiv. Mhm. Ähm, dann lasst uns mal direkt mal weitergehen. Wir haben ein bisschen Zeitdruck jetzt hier. Ich weiß, Livestream und YouTube, wir können so lang machen, wie wir wollen. Aber trotz alledem gibt es so viele coole Themen, die ich äh, ein bisschen ausführlicher mit dir behandeln wollen würde. Zum Beispiel das nächste im Juli 2019, die Frauen-WM. Der Hype beginnt, habe ich dazu geschrieben. Ähm, erstmal eine ganz allgemeine Frage: Wie stehst du zum Frauenfußball? Du meinst, ob ich schaue, ob ich es cool finde? Ja, generell, also ob du. Es gibt ja verschiedene Leute, die sagen, ah, Frauenfußball ist so schlecht und das kann man ja nicht ernst nehmen. Bist du eher so einer oder sagst du, hey, die Frauen, was die abliefern, ist eigentlich eine sehr, sehr geile Angelegenheit? Also ich bin definitiv Vertreter der zweiten ähm, Sparte. Ich habe mit vielen von den, von den Bayern-Mädels, Simic, Sarah Romat ähm, und Co. habe ich Reha gemacht und habe die wahnsinnig gut kennengelernt, habe die in der Reha kennengelernt und ja. Am Ende des Tages, nur weil sie nicht so schnell laufen wie ein Mann oder nur weil sie nicht so springen oder den Ball nicht so hoch ähm, schießen, finde ich das ist eine sehr, sehr einseitige Diskussion, wenn man sagt, das ist nicht attraktiv oder die spielen irgendwie schlechter. Also, das ist, die haben technisch, wir haben da technische Übungen gemacht und da habe ich nicht gewonnen in der Regel. Also, ganz klar, das muss ich so, äh, muss ich so sagen. Und von daher, ich schaue jetzt nicht so viel Frauenfußballspiele natürlich wie Männerfußball, weil ich auch quasi einen Job habe, den ich irgendwo erledigen muss. <laughs> und ich finde aber gerade wenn man auch Megan Rapinoe gesehen hat ähm, das sind noch das sind noch Persönlichkeiten oder das sind Persönlichkeiten Megan Rapinoe steht da und äußert sich ganz klar politisch und äußert sich gegen ihren Präsidenten und sowas finde ich klasse vor sowas ziehe ich jeden Hut und wesentlich mehr Hüte als man da teilweise vor diesen und in weicher gewaschenen Interviews, der der Männer dann kriegt. Also da ist noch richtig was dahinter. Viele von denen verdienen wesentlich weniger Geld, und zwar wesentlich weniger Geld als die Männer, die auf eben der derselben Ebene spielen, haben da noch andere Sachen, studieren, arbeiten, machen ein duales Studio, machen eine Ausbildung und für sowas habe ich wahnsinnig viel Respekt. Das finde ich einfach nur cool, das sind richtig interessante Zeitgenossen, gerade so diese ganzen Rea Rea Kollegen. Ähm, ja, mit denen hat man auch das eine oder andere Mal erlebt. Also geil, weil ich habe mir hier einen kleinen Fragenkatalog aufgeschrieben und du hast jetzt gerade, glaube ich, drei Punkte ja, siehst in einem abgehakt. Siehst du ja. du wir es also, sehr effizient du, haben. Ja, genau. Ich, ich mache jetzt hier den Laptop <laughs> zu und du kannst einfach reden. Ich sage nur noch die Themen und dann ähm, hören wir irgendwann nach zwei Stunden auf, wenn sehr du gut, nichts mehr zu sagen gut, ja. hast. Nee, aber ich würde das jetzt mal von hinten noch mal ein bisschen aufgreifen. Also es heißt ja immer, ah, der, der Frauenwurst bei denen interessiert doch keinen. So, und da gibt es natürlich ein paar Zahlen, Weltmeisterschaft mhm. jetzt, ähm, allein das Finale. Ähm, bei der Weltmeisterschaft. So, wie viele Leute haben das in Deutschland geschaut, geschätzte bei das Finale der Weltmeisterschaft? Ja. Dann sage ich vier Millionen, es. 5 Millionen. Ähm, sogar, wenn man die weltweiten Zahlen nimmt, waren es 260 Millionen Menschen, die eingeschaltet haben, bewusst eingeschaltet haben und nicht so irgendwie beim Zappen mal halt drüber gekommen sind. Nee, die wirklich sich gesagt haben, okay, Frauenfußball, das ist cool, das will ich mal mir anschauen. Ähm, und es war auch kein schlechtes Spiel. Also es war ja das äh, USA gegen Niederlande-Spiel, mhm. 2 zu 0 am Ende für die Vereinigten Staaten. Und du hast es angesprochen. Also, wenn du, wenn du schon so Frauen hast, die wirklich für etwas stehen, die sagen, okay, ich gehe nicht ins fucking weiße Haus. Ne? Ja. Das, das war ja tatsächlich. Dieses Zitat ähm, und auch wirklich sagen: So, ey, was ist das hier für eine Scheiße? Wir spielen fucking Fußball ähm, besser als die Männer in den USA. Das muss man ja mal auch ganz klar so sagen. Die, die mehr Merchandise-Verkauf als ja, genau. die Männer. Also, auch so. das ist ja schon mal ein Statement. Und trotzdem bekommen wir erst einmal weniger Geld und dann für Equal Pay irgendwie einzustehen mhm. und das ist auch so ein grundsätzliches Thema, worüber ich auch mal ein Video gemacht habe und um Gottes willen habe ich auf den Sack bekommen von den Leuten, weil ich gesagt habe, ja natürlich, ey, wenn du über Boni sprichst zum Beispiel, ist auch in Deutschland ähm, können die Frauen genauso viel verdienen. Meiner Meinung nach, ja, denn ähm, sie sind mehrfach Weltmeister, sie sind haben mehr Titel gewonnen in kürzerer Zeit als die deutsche Nationalmannschaft der Herren, muss man auch mal so deutlich mhm. sagen. Ähm, ja, in den letzten Jahren lief es nicht so ganz erfolgreich, aber das kennen wir irgendwoher von den Männern. Ähm, da lief es bei der letzten Weltmeisterschaft <laughs> nicht ganz so mhm. gut. Ähm, genau, und, und in, dann heißt es ja immer, ja, es schauen weniger Leute. Und rein theoretisch stimmt das, aber ich, da kommt wieder so der, der Solidaritätsgedanke, bei mir, so der. Der DFB ist ja nicht dafür da, okay. Derjenige, der am meisten in die Kassen spielt oder spült, der kriegt auch am meisten raus. Es ist ja ein Topf, wo alles zusammenkommt und alle dann gleichmäßig verteilt werden sollten. Amateurvereine, ob es die Profivereine sind oder natürlich auch die Frauen. Und da fände ich es ein ganz wichtiges Zeichen, auch beim DFB zu sagen: hey, ja, natürlich, die Frauen kriegen dieselben Boni wie die Männer. Und das ist sehr, sehr viel Geld. Und ganz ehrlich, die, du hast es angesprochen mit den verschiedenen Jobs, ähm, die verschiedene Frauen noch haben. Ähm, die sind mehr auf dieses Geld angewiesen als zum Beispiel dein Bruder. Vermutlich. <laughs> also du ja, ich meine, dass, dass es einen anderen Aufteilungsschlüssel gibt, da bin ich ganz auf deiner Seite, weil du auch die Amateure mit ins Boot genommen hast. Das ist soweit unfair. Ich bin aber auch ein bisschen in dieser Position, woher kommt das meiste Geld im Fußball? Das sind Fernsehgelder und Sponsoringgelder und die sind eben bedingt dadurch, wie viele Leute schauen. Das ist definitiv momentan unfair, 100 Prozent, in welchem Schlüssel auch immer, da bin ich auch nicht weit genug informiert. Ja. Das, da müsste man sich dann vielleicht mal auch näher damit beschäftigen und mehr auseinandersetzen und zusammensetzen und in einem offenen Diskurs das Ganze mal besprechen, weil ändern muss ich es auf jeden Fall schon. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann kann ich euch ein Video empfehlen und zwar einen Livestream, einen anderen Livestream. Da saß hier auf deinem Platz quasi äh, die Niki Reuser, äh, Spielerin vom FC Bayern, kennst du auch, yep. ähm, arbeitet unter anderem yep. zusammen. Wir haben auch, wir haben, wir haben auch äh, über die Spielvereinigung unter Haching da gesprochen. Mhm. Das ist so super. Alle von Haching kommen quasi hier in dieses kleine Studio und dann quatscht man so ein bisschen über Fußball. So klein ist die Welt. Nee, ähm, schaut euch das gerne mal an. Wir haben über Verletzungen gesprochen, wir haben über den Job gesprochen, wir haben über die Bezahlung gesprochen, denn wenn du nicht national Spielerin bist und äh, Achtung, Spoiler, dann kannst du in der Regel, es sei denn, du bist Topspielerin beim FC Bayern, ähm, nicht vom Geld leben, selbst wenn du Bundesligaspielerin bist und brauchst noch mal einen Job nebenbei, meistens zumindest. Und das ist eigentlich eine Sache, das ist schon sehr, sehr tragisch. Eigentlich ja. so, dann schauen wir jetzt mal, was ich noch in meinem Katalog stehen habe. Ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den hätte ich fast vergessen, wenn wir schon beim Thema sind hier. Es interessiert ja keine Menschen. Vor kurzem gab es ja ein Länderspiel England gegen Deutschland, Frauenländerspiel äh, im Wembley Stadium. Knapp 80.000 Leute im Stadion. Ich wäre so gerne dabei ja, gewesen. Schau mal nach Spanien, Barcelona, ja. da werden Spiele verlegt ähm, von, von der Nationalmannschaft, Ach. weil es ein Frauenländerspiel gibt. Oder ein Frauenklassiko, ich glaube es war Frauenklassico, Real gegen Barca ja. oder Champions League. Das sind in, also Frauenfußball in Spanien ist noch eine ganz andere Kategorie. Also das ist jetzt auch nicht mal ein Spiel, sondern da schauen ja. im Schnitt mehrere Tausend, ich glaube sogar fünfstellig Spieler an. Und das ist ähm, in Spanien werden Fußballspiele deswegen verlegt. Finde ich finde ich super. Auch in England, da ist ja mittlerweile alles professionalisiert ja. worden, dass alle Frauen davon leben können, die in der Premier League spielen. Davon ist Deutschland leider noch sehr sehr weit weg. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Da habe ich jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, den ich sehr, sehr stark fand, wo aufgedröselt wurde: Okay, welcher Bundesliga ist, welcher aktuelle kümmert sich denn um Frauenfußball? Und dann gab es irgendwie so eine, so eine Begründung vom BVB, wieso sie es nicht haben. So, mhm. Ja, wir können auch nicht in jeder Sportart ähm, Männer und Frauen fördern. Wir konzentrieren uns auf unsere Kerngebiete, wo wir auch Tradition drin haben. Wo ich mir aber auch denke: Leute, also klar, vielleicht hat eine neue Frauenmannschaft in Dortmund keine Tradition. Aber es wäre auf jeden Fall ein cooles Zeichen und es wäre vor allem modern und fortschrittlich. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt natürlich das auch gerne in den Live-Chat posten. Ach, kommen wir zum nächsten Thema. Sehr schön. Der August und ähm, das ist auch ein heikles Thema, die Transferpolitik des FC Bayern. Das war ja so eine Never-Ending-Story. Wer kommt, es gab zig Gerüchte, ähm, es haben sich Spieler zu Wort gemeldet, ähm, haben gesagt, ja, es gab natürlich Kontakt zum FC Bayern, aber sie haben es nicht so ernst gemeint. Hakim Ziech war das. Ähm, wie hast du das miterlebt? Ja, ich fand es eigentlich ganz amüsant. Also, <laughs> das, das ist die perfekte Beschreibung dieses ganzen Transfers, Sommers also des FC Bayern. Es war amüsant, ja. Natürlich. Ja, am Ende haben sie aber Coutinho geholt und damit natürlich schon Coutinho, Coutinho und Perisic. War natürlich auch schon Kracher, muss man sagen. Also, wenn man die Mannschaft ansieht, ist sie ja gut. Gut bedeckt. Das war, ich meine, es war ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht so cleveres Schauspiel, das sie dann teilweise geboten haben, aber ja, ich fand es jetzt nicht ganz so dramatisch im Ergebnis, muss ich dazu sagen, wie viele andere, weil ich finde, dass sie gute Spieler geholt haben, ob jetzt Cuisance so viel wert ist und jetzt auf der Bank verschmort ist, natürlich immer ein sehr gern gesehenes Thema, wenn so jemand wie der FC Bayern dann vielleicht auch mal einen kleinen Transfer flop landet. Aber ich bin da jetzt jemand, der irgendwie draufhaut. Wenn man Coutinho sieht, das ist ein, einer der besten Spieler der Welt. Oder ich meine, er hat bei Barcelona gespielt, hat 120 Millionen gekostet. Das ist schon okay, wenn man den bekommt. Sagen wir es mal so. Ich habe gerade einen Song im Kopf. Ähm, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Das könnte man ja auch so ein bisschen auf die Transferpolitik des FC <laughs> Bayern ummünzen. Und zwar tausendmal diskutiert, tausendmal ist nichts passiert, tausend eine eine Nacht und es hat Coutinho gemacht. Okay. Es, wird, es Spontan oder? Nee, ich habe es mir leider ja, ja, ja. aufgeschrieben. <laughs> Nein, äh, es ist mir spontan bei der Recherche mhm. eingefallen. Ähm, aber ich, ich musste es mir aufschreiben. So, so Dinger kommen wirklich nachts um drei, wenn ich dann da sitze und mir denke, was zum Teufel mache ich hier eigentlich noch um die Uhrzeit? Ähm, und das ist auch so ein kleiner Insight. Wir, wir haben vorhin darüber gesprochen, mhm. also die, die meisten Videos, die hier auf dem Kanal erscheinen, entstehen nachts um drei oder nachts um vier Uhr. Das ist keine gesunde Uhrzeit. Ich würde es auch keinem empfehlen, das nachzumachen. Ja, aber dann kommen genau solche Sachen dabei Eigentlich rum. nicht schlecht. Ja. ja. Aber also wenn, wenn man diese Transferstrategie sieht, war das überhaupt eine Transferstrategie oder war das einfach nur ein wildes, okay, wer will überhaupt noch zum FC Bayern kommen? Puh, das ist jetzt schwierig. Da musst du definitiv andere Leute befragen als mich. Ich bin da genauso weit entfernt, wie du es bist. Am Ende finde ich gerade im Fußball. Sollte man immer darauf schauen, was am Ende dabei rauskommt. Und ob das jetzt natürlich die Saison ist, das muss man jetzt vielleicht mal anders bewerten oder irgendwie anders, aber ja, ob es jetzt die Strategie war, in der letzten Woche noch zwei solche Transfers zu tätigen, weiß ich nicht. Vielleicht wollte man jemand ganz anderen, aber Transfers sind ja wahnsinnig schwierig. Also, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich will diesen Spieler, ich habe Budget X und der Spieler kommt. Also, das ist ein komplexes Thema. Werden das vorher, was ist, wenn die längere Vertragslaufzeit haben, der Berater vielleicht noch einen anderen Spieler, den er unterbringen muss. Hat vielleicht beim letzten Mal irgendwas nicht geklappt, ist jetzt mit Bratzo jemand da, der mit dem Spieler mal, mit dem Berater mal, irgendwas, da gibt es ja tausende Faktoren, die man überhaupt nicht beurteilen kann. Und am Ende des Tages heißt es immer, ach, hätten die mal den geholt und hätten die mal den geholt, das wäre viel besser gewesen. Das ist so schwer zu beurteilen aus der Ferne, weil es eben ja, viele Faktoren gibt, die man be betrachten muss. Dann lass uns doch mal über Coutinho sprechen. Mhm. Die erste ganz allgemeine Frage: Passt er zu, überhaupt zum FC Bayern? Also, es ist ja so ein bisschen, um das mal so ein bisschen auszuformulieren, es wirkt so ein bisschen wie die ganze James-Rodriguez-Nummer. Ne? Wir brauchen jemanden im zentral-offensiven mhm. Mittelfeld, wir brauchen einen Kreativkopf da in der Zentrale, weil ja doch die letzten eineinhalb Jahre sehr viel über außen ging. Mhm. Ähm, haben die Kollegen von der Sportschau wirklich sehr, sehr schön auch aufbereitet. Ähm, inwiefern findest du passt Coutinho ins aktuelle System des FC Bayern? Ich finde, er passt eigentlich perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben mit Lewandowski einen Mittelstürmer, der Wahnsinn ist, mit Gnabry und Koman äh, Außenmannspieler, die extrem gut sind. Mit Müller jemand, der in jedem Raum ist, so ein bisschen freier, und zwar einen zweiten Stürmer geben kann mit dazu. Und dann haben wir sie Sechser, Achter, Thiago, Tuliso und Co, Javi Martinez, Martinez und dann ist mit Coutinho jemand da, der auf der Zehn spielen kann, der technisch Alleroberstes Regal ist, der eigentlich torgefährlich ist, der natürlich ein bisschen gelitten hat in, im letzten Jahr bei Barcelona und ein bisschen was von seinem Selbstvertrauen eingebüßt hat. Aber theoretisch ist das der, die perfekte Ergänzung zu diesem Spiel, weil er dieser Spielertyp nicht existiert hat, bei Bayern davor. Er ist kein Außenmannspieler, der dribbelt, keiner wie Coman, der drei Leute auf dem Bierdeckel ausdribbelt, sondern jemand, der technisch wahnsinnig viel mit einbringt, diesen wahnsinnigen Schlenzer hat, ins lange Eck mit dem rechten Fuß und einfach Technik mitbringt, die. Fast schon nicht seinesgleichen so. Ich will jetzt nicht irgendwie übertreiben, mhm. aber technisch einfach sehr, sehr gut ist. Und trotzdem hat man ja rein theoretisch den Thomas Müller, der klar diese Position ein bisschen anders mhm. interpretiert. Und, aber trotz alledem gibt es halt nur elf Positionen, elf Spieler, die auf dem Platz stehen können. Und Thomas Müller hat wieder eine Halbserie, beziehungsweise jetzt die letzten ja, eineinhalb Monate wirklich so aufgetrumpft, dass man sagen kann: Ey, an dem kommt aktuell keiner vorbei, mhm. wenn du nach einem Leistungsprinzip aufstellst. Also, wie könnte man möglicherweise sogar beide miteinander? ja, integrieren, dass sie, ja, ihre Stärken gegenseitig ausspielen und also, äh, vielleicht auch zusammen funktionieren. Super einfach eigentlich, also man kann ja im 4-1-4-1 spielen, hast einen klaren Sechser und dann spielst du mit der Halbposition vorne, die können Müller und Coutinho sein, zur Außenmannspieler. also da gibt es viele, da gibt's viele Modelle, kannst Coutinho auch mal außen hinstellen, und Gnabry sind ja auch ab und an mal verletzt oder wenn Lewandowski mal eine Pause macht, Müller vorne rein, also, dass sie nicht beide auf der Zehn spielen können, wenn es nur eine Zehn gibt. Das ist relativ logisch, weil das eine mathematische Sache ist. Aber der Rest, gerade mit diesen beiden Halbpositionen, die können sie beide spielen. Müller kann viele Positionen begleiten. Ich bin übrigens ein Riesenfan von Thomas Müller an sich. Ich finde, er ist so gefährlich jedes Mal, wenn er spielt. Ähm, wieder gute Zahlen auch aufgelegt, das muss man echt sagen. Von daher. Elf Torvorlagen in der Bundesliga hinrunde. Das hat vorhin noch kein einziger Spieler geschafft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schlecht, ja. Ja. Ähm, dann eine abschließende Frage zu Coutinho. Wie schaut es aus? Sollte man diese 120 Millionen Euro-Klausel ziehen? Ja oder nein? Das ist eine schwierige Frage, muss hm. ich ehrlich zugeben. Ich finde, das ist jetzt schwierig zu bewerten. Er kommt mehr in Schwung. Da habe ich das Gefühl, er ist ein sensiblerer Spieler, als man vielleicht manchmal denkt. Hm. Er ist zu Barça gekommen und. Die Leute dachten, okay, jetzt kommt der, ich weiß nicht, 140 sogar gekostet, hm. nicht mal 120, sondern noch mal mehr. Und da kommt jetzt der von Liverpool, der alle aufgezockt hat, und macht dasselbe jetzt in Barcelona, dass es da völlig anders ist und Coutinho sich in neue Strukturen einleben muss, so als Typen sich vielleicht auch anpassen muss, und der ist sensibel, eher schüchtern. Da muss man, erleben, muss man ja schauen, wie er sich in München eben weiterentwickelt, wie er sich im Trainer Trainerteam im Mannschaftsgefüge entwickelt. Wenn er auftrumpft und man hat die Möglichkeit tatsächlich auch so ein, so ein Recht ist auch zu, also so ein Vorkaufsrecht, dass quasi auch Barca nicht intervenieren kann, dann wäre das ein Statement, das Bayern Coutinho besitzt. Also komisches Wort, mhm. aber eben halt diesen also fest verpflichtet. Ja, das ist jetzt nicht zu bewerten finde ich. Ich glaube, es hängt an der Personalie Hansi Flick. Weil Hansi Flick ja tatsächlich so ein Mann ist, so ein Trainer ist, der viel mit den Spielern spricht, was wir vorhin schon das ein oder andere Mal bei verschiedenen mhm. ähm, Leuten Bemängelt beziehungsweise auch gelobt haben. Jürgen Klopp zum Beispiel. Und Hansi Flick, ich glaube schon, dass er mit dieser persönlichen Art und äh, mit dieser persönlichen Erklärung auch sehr bei ihm punkten kann bei Coutinho und ihm vielleicht auch nochmal diese Sicherheit gibt, die ihm möglicherweise in den ersten Monaten in München so ein bisschen gefehlt haben. Denn es ist ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Kultur, auch ein anderes Klima als in Barcelona. Also es ist alles neu und Trotz alledem musst du irgendwie Leistung abliefern, weil ja. sofort alle Augen auf dich gerichtet sind, weil du der Star dieses Teams plötzlich bist. Und ich glaube, mit Hansi Flick könnte das tatsächlich gut funktionieren. Also wenn, aber er ist nicht der Star des Teams. Das ist bist du ein, dir das sicher? Nee, 100%. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Also wenn da jemand steht wie Robert Lewandowski, der pro Spiel acht Tore schießt, dann ist Lewandowski der Star. Ja, aber und das ist das Gute an ihm, dass er eben so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in einem nicht, auf, nicht jetzt nicht alle auf ihn schauen, nicht alles von ihm erwarten. Und das ist, glaube ich, was ja. was ihm ganz gut tut. Ja. Sehe seh ich tatsächlich ein bisschen anders. Also klar, Robert Lewandowski ist die Person, soll ich dir noch ein Wasser geben? Das ist sehr Gottes nett. Ja, ja. Ja, ja, Bevor du da aus einem leeren Bevor, Glas trinkst äh, ein bisschen und den was letzten noch drin. Tropfen daraus ziehst, hier schon mal. Das ist sehr großzügig, danke dir. bitte ja, was, was ich einfach sagen will, klar, auf Robert Lewandowski sind natürlich viele fixiert, weil er ein unglaublicher Stürmer ist, äh, aktuell meiner Meinung nach auch die beste Neun <laughs> der Welt. Aber... Trotzdem ist es ja so, zumindest in der deutschen Bundesliga ähm, und auch bei den deutschen Fans, dass Robert Lewandowski für, für selbstverständlich genommen wird, weil einfach weil er schon so lange da ist. Ja, okay, er schießt viele Tore, das wissen wir alle, okay, mhm. aber dann kommt ein neuer Spieler, einer, der vom FC Barcelona kommt, der beim FC Liverpool war, der ein großer brasilianischer Nationalspieler ist, so. Und diese, dieses Star-Feeling, was natürlich auch die Medien so ein bisschen aufgebauscht haben, so, oh, Coutinho kommt, wer hat das erste Trikot von ihm im FC Bayern-Fanshop gekauft, so. Genau. <lacht> <lacht> kein Schein das habe ich gesehen. <laughs> Kein Scheiß, das war eine Story. Es tut mir sehr leid, aber das habe ich leider genau so in den sozialen Medien gesehen, dass ein Reporter den ganzen Tag nur vom Scheiß-FC Bayern-Store stand, um zu sehen, wer als erstes ein Coutinho-Trikot sich gekauft hat. Kann man auch Geld verdienen. Schon. Ja, mhm. hat er. Ein guter Job auf jeden mhm. Fall. Ne? Ein leicht verdientes Geld. Ähm, aber genau das ist es halt. Sowas gibt's gibt es bei Robert Lewandowski nicht. Und dieser Hype, der dann entstanden ist, der war. Der ja, klar, weil er der neue war. war. Ja, genau. Also, das ist ja völlig logisch. Aber ich glaube, wenn du jetzt. So ein Spiel anschaust oder auch wie die, wie die Gegner das analysieren, dann ist der Fokus nicht ausschließlich auf Coutinho. Oder deswegen ist ja das Gute, dass es so eine relativ ausgeglichene Truppe ist an sich und auch mal, wenn Gnabry, Gnabry hat in der Zeit gerade in diesem, als er mal die, weiß nicht, vier Tore hat er gemacht in Tottenham, ähm, in diesem Champions League-Spiel, da ging es dann plötzlich nur um Gnabry und das ist ja genau das Gute daran. Und deswegen ist es meine Meinung, natürlich kannst du eine andere haben oder auch jeder andere eine andere, dass er nicht die erste Geige spielt. Und das tut ihm gut. Wir werden mal sehen, mhm. ob es ihm dann auch in den nächsten Wochen und Monaten gut tut. Eine kleine Sache noch, es wurde im Sommer immer wieder darüber diskutiert, okay, soll ein Sechser, ein spielstarker Sechser zum FC Bayern kommen, das ist ja auch so aktuell mit die größte Baustelle, die es gibt, ähm, kann man schon so sagen. Äh, ich, ich, ein kleiner, kleiner, kleine Ankündigung. Ähm, Im neuen Jahr, das erste Video, das im neuen Jahr veröffentlicht wird, da geht es um einen, der genau diese Position möglicherweise irgendwann mal schließen könnte. Der Herr Fein-Adrian. Adrian Fein. Mhm. Genau, Adrian war der Vorname. Es ist so viele, so viele. Ich hätte jetzt Andi noch gesagt, möglicherweise. Ja. Ähm, ein 20-jähriger, aktuell an den HSV ausgeliehen. Ähm, großartige Hinrunde gespielt. Ähm, du hast ihn wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal gesehen. Ähm, da werde ich drüber sprechen. Freut euch doch, 2. oder 3. Januar, irgendwie sowas. Ähm, ein kurzes Video darüber. Wir werden über die. Ähm, Gewinner und die Verlierer in Anführungszeichen der Hinrunde in der zweiten Bundesliga sprechen. Das habt ihr euch gewünscht, dieses Video, das wird es dann geben. Ähm, aktiviert am besten gleich mal die Glocke, dann verpasst ihr das auf gar keinen Fall. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, denn der Algorithmus, der war im Dezember nicht so besonders freundlich zu mir. Also man hat schon gemerkt, dass, es wie, dass die Videos äh, nicht so oft mehr vorgeschlagen wurden. Deshalb. Wenn ihr mir helfen wollt und dem so ein bisschen entgegenwirken wollt, dem Algorithmus, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert. Es wäre fantastisch. So, genug Eigenwerbung. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zum September. Und da haben wir die Hertha. Ja, der Lars Windhorst ist da und investiert groß in den Big City Club. Bevor wir aber über die Hertha sprechen, ich habe hier gerade einen Kommentar gelesen, der, ist, der war einfach zu gut. Da wurde gefragt, ähm, ich warte mal, den muss ich jetzt nochmal raussuchen. Äh, was macht Giovanni Zarella in deinem Studio? Sehr gut. Gab es diesen einen Vergleich schon mal? Schon ein paar Mal, ich habe jetzt keinen erwartet wieder, aber <laughs> habe ich schon mal gehört. <laughs> und was macht Gündoan hier? <lacht> <lacht> den den gab es im Community-Tab, den äh, Spruch, sondern mal Motto: Ja, äh, Jonas Hummels ist zu Gast und äh, Gündoan moderiert dann die mhm, Sendung. Ja. Wart ihr zusammen mal vor der Kamera gestanden? Nee, ich habe mal in haben ähm, sind wir nie. Ich hab mal ein Interview, äh, ein, Interview ein Autogramm geben müssen im Namen <laughs> Inke, Inke, Inke Gündo, also in Günther. ich gemacht in Bochum. Und da war ein, ein, also ein Mann mit seinem... Also er hat quasi auch Daria gemacht und sein Sohn war mit dabei und er hat es nicht geglaubt, dass ich es nicht bin. Und dann habe ich halt zu seinem Vater auch gesagt, also ich bin es nicht, ich kann ihm natürlich auch geben, <laughs> aber es bringt ihm halt schlicht und ergreifend nichts. Ja. Und das war dann... Ich finde es ja ganz nett. Sehr ganz aber lustig. das, das wäre jetzt eine schöne Gegenüberstellung. Wie sieht dein Gündoan autogramm aus und wie sieht seins es aus? Es wird auf jeden Fall nicht das gleiche sein. <laughs> Wer weiß. Vielleicht, vielleicht kannst du irgendwann mal für ihn dann schreiben. wenn das er ist super. Dann, ist ein großer Wunsch. Ja. <laughs> ich meine, wenn es jetzt in Manchester passiert wäre... Okay, geschenkt wahrscheinlich, ne? aber in Bochum. Bochum. Ja. Also es wäre auch der nächste Ort wahrscheinlich gut. Ja. Nee, von Dortmund. Ich glaube, er auch. hat damals in Dortmund gespielt. War das damals noch so? Okay. Gut, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ne? Ja, ja. Ja. Dann, dann lass uns mal über äh, Hertha BSC sprechen. Lars Windhorst ist da. Diese ganze Chose braucht man, glaube ich, nicht äh, nochmal aufbereiten wo er genau investiert hat. Es ist ja nicht der Fußballverein an sich, beziehungsweise die ausgegliederte, ähm, wahrscheinlich ist es ein GmbH oder es geht alles sehr in die Tiefe, das lassen wir mal, sondern es geht ja wirklich um das Marketing ähm, dort. Und da hat er sich äh, eingekauft. Mit ähm, was waren es? 225 Millionen Euro circa. Mittlerweile ist das Geld auch auf dem Konto von Herse angekommen. Und was war so deine erste Reaktion, als du gesehen hast, okay, es gibt einen neuen Investor in der Bundesliga und der hat große Ziele. Ich habe erstmal geschaut, mit was er sein Geld verdient hat tatsächlich. Ich habe es jetzt inzwischen verbessert, vergessen wieder, das ist schon ein paar Monate her, aber das ist mal das Erste, was ich mache. Was sind das für Leute? Recherchiert da ein bisschen. Mich hat es auch interessiert, weil er, hat er ja immer schon so als ein schlafender Riese, weil es eben diese Stadt dahinter ist, ähm, Geld. Ich finde sowas immer sehr mutig. Einfach, ich habe natürlich nicht so viel Geld und stand noch nie vor der, vor der Qual der Wahl, ob ich mein Geld in die Hertha investiere oder in eine weitere Yacht oder was auch immer, aber... <laughs> Ähm. Ich, ich könnte ja sagen, wenn ich entweder in die Hertha oder in eine Yacht investieren würde oder zumindest die Auswahl hätte. Aber ich die glaube, ein Hertha-Schiff, das hast du schon. Ja, na Sehr ja gut. natürlich. Aber dann wäre es eine Yacht, die Hertha heißen würde. Okay. Aber mhm. der Fußballclub, also ähm, ich glaube, da gibt es ein paar spannendere Projekte. Ich weiß nicht, ist, in Amerika kannst du damit ganz gut Geld machen. Ich weiß nicht, ob in Europa damit schon. Ähm, naja. Ich finde sowas immer interessant. Also, also, Manchester United, da hieß es ja, dass die Glazer-Familie ja wirklich mhm. so diesen Verein ausblutet. Das ist ja so immer die, die Kritik von den einzelnen Fans, die sagen: ah, Wir waren so ein toller Verein und mittlerweile ist es gar nichts mehr, was unter anderem laut den Fans zumindest an den Investoren liegt. Ob das wirklich so ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da stecke ich auch nicht tief genug mhm. drin. Ähm, trotz alledem, also natürlich sagt auch Windhorst: Hey, langfristig wollen wir Geld verdienen. Ja. Und ähm, der Anspruch des Clubs, des ähm, ich habe ich hab in einem der letzten Videos auch wirklich mal drüber geschickt, weil dieses, dieses Anspruchsdenken, okay, es ist ein Investor, da es ist es ein bisschen Geld da und plötzlich reden wir von der deutschen Meisterschaft. Ja. Also Jürgen Klopp hat es, äh, Jürgen Klopp sage ich schon, Jürgen Klinsmann, fast, fast richtig, ähm, <laughs> hat es zweimal gesagt, zweimal. Punkt 1 war, also erstmal beim ZDF hat er es gesagt und hat gemeint: Ja, also wir wollen langfristig deutscher Meister werden oder wir wollen zumindest um die Meisterschaft spielen und in der Europa League, Champions League gut mit dabei sein, jedes Jahr mhm. sich irgendwie verbessern. Und dann hat er es nochmal in einem Facebook Live gesagt, dass er ihn, da hat er es nochmal konkretisiert, in drei bis vier Jahren um einen Titel spielen möchte, aber auch in Verbindung mit der Bundesliga das gesagt. Also, und da frage ich mich: Okay, ich schaue mir die letzten fünf Jahre von Hertha BSC an und schaue mir den Kader an, der bei weitem. Oder ich sag's mal so, der deutlich besser ist als in den letzten zehn Jahren. Mhm. Das ist der beste Kader mit Abstand. Und man schafft es nicht, oben mitzuspielen. Was sollen da jetzt Spieler, die Schaka heißen, Götze heißen? Was sollen die denn jetzt da drin bewegen, wenn du kein wirkliches sportliches Konzept hast, was du über Jahre hinweg manifestiert hast? Ähm, wie wirst du so Erfolg haben, nur wenn du neue Spieler kaufst? Das ist genau der falsche Ansatz, einfach nur zu sagen, okay, hier ist Summe X, damit kaufe ich mir fünf Spieler und damit bin ich erfolgreich, da bin ich. Völlig, völlig bei dir, ich weiß nicht genau, wie die Pläne sind. Ich finde es prinzipiell ähm, gut, wenn man Ziele hat. Die sollten natürlich einigermaßen im Rahmen sein, zu erreichen sein. Und gerade in einem Land, wo Bayern München <laughs> auch mitspielt, um die Meisterschaft, <laughs> zu sagen, wir wollen um einen Titel spielen und da gibt es ja dann nur Deutsche Meisterschaft, dfb pokal gut, Europa League. Champions League glaube ich ein bisschen utopisch, ähm, aber wer weiß, trotzdem ist so ein Ziel zwar im Prinzip ja ganz gut, weil dann kann man sich an was orientieren ähm, und hat so ein bisschen so einen Fixpunkt. Wenn es zu ambitioniert ist, dann wird es natürlich ein bisschen peinlich, wenn man es nicht erreicht, weil dann in drei, vier Jahren, Kloppo hat es ja letztes Jahr, dann hat er gesagt, er will in den nächsten vier Jahren glaube ich den mhm. Titel gewinnen und das Champions League Finale war quasi Ende des vierten Jahres. Er hat es per weg geschafft. Jetzt ja. holen sie den nächsten Titel mit der Premier League, was ziemlich unausweichlich äh, ist. Aber da hat es gut geklappt. Aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und wenn man sich zu hohe Ziele setzt. Ich weiß nicht, ob Berlin die richtige Stadt ist für, für Fußball, für Fußballerfolg. Ich meine, da bin ich zu wenig auch quasi in dieser, ich sag jetzt mal, Fußballwelt drin in, in Berlin. Der Club kann groß sein, ob das jetzt nur weil man drei Spieler holt, sehe ich es genauso. Schau die Gegenbeispiele an mit Leipzig, da ging das von. Von ganz unten in eine andere Richtung, mit der Jugend dabei hat es angefangen, wahnsinnige Professionalisierung und alle anderen Vereine, wo einfach nur Geld in Spieler investiert wird, hat in der Regel noch nie geklappt. Ja, das finde ich interessant, weil es gibt ja so viele Beispiele von Investoren, die kommen, dann gibt es plötzlich große Ziele und dann gibt es den Absturz. TSV 1860 München, wenn wir schon über München sprechen, das ist das beste Beispiel, was du in Deutschland einfach hast, ne? Hassan Ismail kommt, man ist insolvent, man, es geht dem Verein einfach nur dreckig, ja. Und über was redet er? Er redet über die verdammte Champions League. Ah, ich bringe euch in die Champions League. Nein, hast du natürlich nicht. Du hast erstmal den Verein in die Regionalliga gebracht und jetzt geht es mal langsam peu à peu wieder nach oben. Aber dem Verein geht es jetzt auch nicht viel besser als äh, zum Beispiel Einstieg. Das muss man halt mal so deutlich ja. sagen. So, das nächste Beispiel: KfC Uerdingen. Auch ein gutes gesehenes, gernes, gern genommenes Beispiel. Ähm, ja, es ging nach oben äh, von der fünften in die. Dritte Liga mittlerweile. Aber Ponomarev ist halt auch. Jemand, der gerne mal die Leute rauswirft, wenn es äh, nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Und ähm, vom direkten Aufstieg in die zweite Bundesliga ist man plötzlich im Abstiegskampf der dritten, Bunde äh, der dritten Liga gelandet. Und jetzt sieht es auch wieder nicht so rosig aus. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, Investoren müssen mittlerweile offensichtlich im Fußball so weit sein, müssen, sie müssen einen Teil spielen. Insbesondere im Amateurfußball ist es auch sehr interessant. Ich habe da mit, wenn wir beim Thema Berlin sind, mit dem äh, Sportdirektor von Victoria Berlin, äh, mit dem Rocco Teichmann, länger drüber Gesprochen. Ähm, Gibt es auch ein Video auf dem Kanal? Übrigens, schaut euch das gerne mal an. Wir haben eine Stunde darüber diskutiert, über Investoren in der Regionalliga und generell im Amateurfußball. Und ich, ich fand das wirklich sehr, sehr interessant, weil er diesen ganz klaren Plan hatte, zu sagen, okay, wir brauchen einen Investor, ansonsten können wir nicht überleben. So, und ähnlich wird es wahrscheinlich, um den Bogen wieder zu spannen, in den nächsten Jahren in der Bundesliga sein. Zu sagen, okay, Leute, wir brauchen einen Investor, egal ob mit 50 plus 1 oder ohne, ansonsten können wir nicht überleben. Aber trotz alledem kommt dann wieder ein anderer Punkt zu tragen und das erzähle ich immer und immer wieder, wenn du. 18 Investoren in der Bundesliga hast, können nicht 18 Teams deutscher Meister werden. Yo, so. Genau so ist es. Und, und ja. genauso ist es in der zweiten und so ist es in der dritten Liga. Mhm. Wenn 17 oder 18 Investoren in der zweiten Liga sind und jeder sagt, wir wollen in die Bundesliga aufsteigen, das ja, wie soll das Spiel funktionieren? Ist. So. Und genau dieses Problem gibt es in der Premier League. Ähm, jeder Verein, jeder kleine Verein in der zweiten, dritten Liga hat irgendeinen blöden Investor. Manche sind dubios, manche sind einfach nur verrückt. Ja, und was passiert am Ende? Bolton Wanderers, schau dir das Beispiel an. FC Bury, ja, gleichzeitig quasi pleite gegangen, Dank Investoren unter anderem. Und da gibt es zig Beispiele. So, und genau das kann auch in der Bundesliga passieren. Und genau deshalb wäre es halt auch wichtig, um, boah, jetzt sind wir, jetzt sind wir ganz weit gekommen, aber so wäre es halt wichtig, beim DFB mal einzuschreiten und zu sagen, okay, was ist ein gesundes Wachsen und was ist auch äh, gesundes Wirtschaften in der Bundesliga und alles, was drunter ist. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das mit Lars Windhorst wirklich eine Erfolgsgeschichte wird. Es gibt zu viele Negativbeispiele und ähm, bis jetzt hat mich noch nichts positiv gestimmt, was ich da gesehen habe. Ähm Klar, aber man muss ihm natürlich trotzdem eine Chance geben. Das ganze Projekt läuft ja nicht so lange. Ja. Wir sind, glaube ich, im September. Genau. Also prinzipiell habe ich ähnliche Meinungen wie du zu dem Ganzen, aber partout Nein sagen und partout erstmal draufschlagen mache ich auch nicht, sondern schaue erstmal. Wer weiß, wer diese Namen kolportiert? Wer weiß, wer diese Namen ins Spiel bringt? Vielleicht spielen sie überhaupt keine Rolle in deren Planungen. Also Kann sein. Ja. Trotz alledem brauchst du dann ein, ein sportliches Konzept. Und mhm. das ist jetzt die Frage an dich. Was ist denn das sportliche Konzept von Hertha BSC? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber, ja. Also für mich, als ähm, möglicherweise auch etwas jemand, der weiter weg ist, sieht es so aus, dass es über Jahre hinweg mit Paul Dardai so war, dass man defensiv gut stehen wollte, mhm. 1 zu 0 gewinnen. So. <laughs> <laughs> so, oder? So mal ganz simpel auf den mhm. Punkt formuliert. So, jetzt, hieß es dann okay, wir wollen attraktiver sein, wir wollen mehr Ballbesitz haben, wir wollen, wir wollen die Leute ins Stadion drängen, damit es einfach ähm, damit wir einfach ein bisschen bunter sind, nicht die Graue Maus der Bundesliga. Das hat nicht funktioniert. So, und jetzt ist man bei Jürgen Klinsmann wieder beim Paldada-Prinzip. So, ähm, was wollen sie jetzt? Wollen sie die Defensive stabilisieren? Klar, es ist Abstiegskampf, das ist, da ist es vielleicht jetzt aktuell gar nicht mal das schlechteste Mittel, um zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht mal möglichst viel probieren, sondern wir wollen uns auf das besinnen, was wir können. Ähm, aber was ist denn das Ziel langfristig? Wie wird die Jugend spielen? Da sollten ja vielleicht alle Profiteams oder vielleicht alle, alle Jugendmannschaften ähm, mit dem ein und selben System spielen. Ähm, ist, das, ist das bei Hertha BSC so? Im Muss das so sein, um erfolgreich zu sein? Weiß ich nicht. Also, ja, ja, Aber also, gibt, gibt es ein Konzept und ähm, da jetzt mal die Frage an euch da draußen, die vielleicht auch ein bisschen näher bei der Hertha sind. Gibt es denn ein wirkliches sportliches Konzept? Kennt ihr ein sportliches Konzept? Oder könnt ihr da etwas erahnen? Könnt ihr da was erkennen, was auch diesen, diese Ambitionen so ein bisschen rechtfertigt? Schreibt uns das gerne mal hier in die Kommentare. Würde mich super, super freuen, weil wir sind natürlich auch, wir schauen sehr viel Fußball, aber wahrscheinlich so tief stecken wir dann doch nicht drin. Deshalb, ja, was, was sagst du also, wie, wie siehst du denn die Erfolgsaussichten, dass Hertha in den nächsten Jahren wirklich mal weiter nach oben klettert? Boah, das ist wirklich Schwieriges zu betrachten. Ich will jetzt auch nicht ausweichen, aber ich glaube, das ist, ist prinzipiell kein schlechter Schritt. Also es ist ja irgendwo mutig von allen Beteiligten. Hertha gibt eine Menge Preis, es gibt eine Menge Geld. Also es ist ja schon erstmal auf jeden Fall ein Schritt, wenn das jetzt, ich sage jetzt mal, in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Auch das Gelände könnte man ja irgendwie, da könnte man ja auch in Stein investieren, werden sie vielleicht, werden vielleicht in. Jugendarbeit investieren kann natürlich auch diese Marke durch die Stadt ein bisschen mehr bekannt machen mhm. und ein bisschen mehr nutzen. Also Potenzial ist da an sich. Es gab ein paar Beispiele, die gut waren, ziemlich viele Beispiele, die nicht gut waren. Das hatten wir ja besprochen. Vielleicht auch mal sich irgendwie daran orientieren, wie es andere gemacht haben wie es andere auch falsch gemacht haben, ist ja auch gut, um so ein bisschen mal Abschreckungsmaterial zu haben, aber prinzipiell jetzt kann ich es nicht beurteilen, weil es ist nichts passiert. Jürgen Klinsmann ist gekommen, wer weiß wie lang und der Rest ist tatsächlich einfach Zukunftsmusik, aber Partout sage ich nicht, dass es schlecht ist. Es wird auf jeden Fall sau schwer. Du hast den FC Bayern, du hast Borussia Dortmund, du hast RB Leipzig. Und Freiburg? Alle nicht vergessen. <laughs> ja, natürlich. Da, da reden wir natürlich auch noch von deutscher Meisterschaft. <laughs> ähm, ja, aber gen genau das ist es halt. Also, die, die hantieren halt mit mehr Geld als ja. mit äh, 125 ja. bzw. Äh, 225 Millionen Euro. Das ist halt so. Ja. Also, mit 225 Millionen Euro wirst du am Ende nicht deutscher Meister. Da muss äh, deutlich mehr passieren und, oder du musst halt verdammt viel Glück haben. Aber. Schauen wir mal, inwiefern das passieren wird. So, kommen wir zum nächsten Monat. Wir gehen mal ein bisschen Vollgas. Ja, apropos ja, Amateurfußball. Die SG Wattenscheid 09 ist insolvent gegangen im Oktober 2019. Äh, ich habe dazu, ich habe was vorbereitet. Hast du ja hier schon gesehen. Schon gesehen. Ich, ich, war, ich war in Wattenscheid ähm, und ich habe hier einen Wimpel. Ähm, Schauen mal, ich schaue jetzt, ob man den sieht. Ja, den sieht man. Ah, ja, so. ja, so passt es. Ähm, da sind die Originalunterschriften. Der einzelnen Bundesligaspieler drauf. Und hier, oder wo haben wir hier, das sieht man nur ganz leicht wahrscheinlich, ist die Unterschrift vom Vater von Leroy Sané. Ja, ich, hab, ich war wie gesagt dort, ähm, ganz kurz erklärt, ähm, SG Wattenscheid, früher in der Bundesliga gespielt, wie gesagt, ähm, ab, aber auch dank eines Gönners, ne, ähm, der gesagt hat: Hey, ich habe Bock drauf, ich bin äh, Buchumer, beziehungsweise ich bin Wattenscheider, ist ja auch eine große Rivalität zwischen den beiden und ähm, der hatte irgendwann keine Lust mehr und hat gesagt ich habe kein Geld mehr es geht es funktioniert einfach nicht mehr so und dann ist man halt peu à peu runtergegangen abgestiegen äh, insolvent gegangen schon vor vielen vielen Jahren und dann hat man Luftschlösser gebaut und hat gesagt ah komm wir, wir werden ähm, eine Kooperation mit den Talenten von Galatasaray Istanbul eingehen was am Ende nicht funktioniert hat, dann kam ein Start-up-Unternehmen aus, ich glaube Hamburg war es Halo, die gesagt haben, wir machen euch zum digitalsten Club in Europa, ihr bekommt mehr digitale Reichweite als der FC Barcelona. Ähm, leider ein Zitat, ja, also sehr ambitionierte Ziele. Da sind wir wieder bei diesem Investoren-Ding ähm, und es ist auch wieder nichts daraus geworden. Und am Ende der aktuelle Investor und das hat er gesagt, hat 1,2 Millionen Euro in den Sand gesetzt, hat am Ende noch Peter Neururer als Sportdirektor geholt und es ging drunter und drüber und am Ende spielt Betrieb eingestellt, man spielt nicht mehr in der Regionalliga West. Die Jugend wurde unterstützt bzw. wurde ähm, gerettet, aber wie es mit der ersten Mannschaft weitergeht, das steht in den Sternen. Ich habe heute nochmal mit jemandem geschrieben, der sehr nah in diesem Verein ist und auch sich ähm, versucht dort zu engagieren und der hat auch gesagt, wie es nächste Saison weitergeht, weiß ich nicht. Und das ist so ein Negativbeispiel, über das wir glaube ich überhaupt nicht groß diskutieren müssen, weil wir das gerade bei Hertha hatten. Aber es ist wichtig, das auch nochmal aufzuzeigen, zu zeigen, okay, das ist ein Traditionsverein oder vielleicht auch nicht. Es kommt ja immer darauf an, aus welcher Warte man das sieht. Aber so kann man dann schon. Absteigen bzw. abstürzen. Und ähm, deshalb eine ganz traurige Geschichte. Schaut euch das Video dazu an, was ich gemacht habe. Ähm, eine Geschichte, die auch mir sehr nahe gegangen ist, weil äh, da viele Leute im Stadion geweint haben beim letzten Heimspiel. Und ähm, auch da nochmal so eine kleine Geschichte ähm, zur Rivalität gegen den VFL Bochum vor dem letzten Heimspiel. Mussten die Fans in der Nacht ähm, so ein bisschen Wache halten, damit Fans vom VfL Bochum nicht kommen und das Stadion verwüsten. Ähm, und offensichtlich, und das wurde mir dann so gesagt im persönlichen Gespräch, ähm, haben sie tatsächlich Bochumer vor dem Stadion gesehen und ähm, also Speer erstmal, ähm, die sie dann so mehr oder weniger verscheucht haben, was schon eine krasse Geschichte ist. Und ähm, ja, auf am Boden liegende nochmal einzutreten, wenn das stimmt, man weiß es ja nicht, ähm, ist es schon eine, eine krasse Geschichte auf jeden Fall. So, dann haben wir das jetzt kurz abgehakt innerhalb von wenigen Minuten. Dann kommen wir zum November und da geht es auch um die Amateure. Die Amateur-Schiris haben gestreikt. Ah, Im Oktober gab es schon mal einen großen Streik, im November gab es dann in Köln was und da habe ich meine Statistik rausgesucht, die wirklich unglaublich ist. In der Saison 2018-19 gab es 10 tätliche Angriffe und 56 Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber Schiedsrichtern auf den Amateurplätzen nur in Köln. Was sagst du dazu? Wie, wie bist du denn früher als Spieler auch ähm, mit dem Schiri umgegangen? Ich habe immer ganz gute Beziehungen zum Schiedsrichter gehabt, muss ich echt sagen. Also, ich finde, wenn man mit denen in der Regel normal umgeht, gehen sie auch in der Regel mit dir normal um. Also, äh, das ist natürlich eine komische, ich sage es mal, Beziehung, mhm. weil der Schiedsrichter selber, der über einen Urteilen kann und im Zweifel vom Platz stehen kann oder was auch immer. Das heißt, so ein kleines Gefälle natürlich immer zwischen Spieler und Schiedsrichter ähm, ist in den Amateurfußball. ich habe Persönlich da natürlich nicht viel Erfahrung gemacht, viel gesehen, viel gelesen. Ich finde, es ist absurd, chapeau vor jedem ähm, Schiedsrichter, der das macht, für wenig Geld, kein Geld, diesen, sich diesen Stress teilweise anzutun. Also ich finde es so peinlich für jeden, der dann irgendwen bedroht oder beleidigt oder tätlich angreift, weil das ist: geht über alles hinweg, was man sich eigentlich so mit diesem, was man mit Sport allgemein verbindet, hat ja nicht so mit, nur mit Fußball zu tun. Mhm. Soll ja eigentlich irgendwie auch. Spaß machen und den Leuten ja was bringen. Da sollten eigentlich die Aggressionen irgendwie nicht so, nicht so teilhaben. Und wenn man dann noch eine unparteiische und im wahrsten Sinne des Wortes unparteiische Person angreift, ist das ja, nicht zu erklären, nicht zu nicht nachvollziehen, nicht, nicht nachvollziehbar und ja, sollte definitiv nicht mehr vorkommen. Der Auslöser des Streiks in Köln war eine Aktion am 3. November. Ähm, da wurde ein Schiri in der Kreisliga D über den Platz gejagt. hat eine offene Wunde Bekommen, äh, hat also den einen oder anderen Schlag offensichtlich kassiert und ein Hämatom am Kopf. Wo man sich auch denkt, Leute, also es ist immer noch Fußball, ne? Klar, Emotionen gehören zum Fußball dazu und man, natürlich ist man total unter Spannung, unter Adrenalin und natürlich will jeder gewinnen. Und äh, trotz alledem sollte man dieses, diesen fair gedanken doch auch niemals außer Acht lassen. Also gab es vielleicht bei dir auch mal so die ein oder andere Gelegenheit oder die, die eine ein oder andere Aktion von einem anderen Spieler, der nicht so wirklich zimperlich mit einem Schiedsrichter umgegangen ist? Und wie wurde das? Also, wenn ja. Wie wurde das in der Kabine dann auch gehandhabt? Ähm, das ist eine sehr egoistische Perspektive jetzt, aber in der Kabine wurde das so gehandhabt, dass wir gesagt haben, hey, ähm, wenn du weiter so machst, fliegst du vom Platz, das schadet uns. Und das war einfach nur... Ich habe da... Das muss ich, aber das, das hielt sich ja auch in Grenzen. Hat ja niemand den... Ich meine, Beleidigung kommt mal vor, wenn man mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist mhm. und dann zu jemandem irgendwie zu depp zu sagen oder was auch immer halt, um dann vom Platz zu fliegen. Mein Gott, das ist so ein bisschen der das Berufsrisiko natürlich ist nicht schön zu hören aber ich glaube da hat man dann die gewisse oder die entsprechenden Mittel um das auch zu bestrafen aber ich persönlich vielleicht auch weil es nie so schlimm war habe jetzt nie daran gedacht hey wie geht's dem Schütze dabei das muss ich ganz ehrlich so sagen weil ich da nicht in, der, in deren Haut stand äh, steckte habe auch noch nicht dieses Bewusstsein gehabt dass man äh, durch diese Berichterstattung jetzt erst hat aber da war das die einzige war eben hey wir spielen dann mit weniger Leuten wenn du hier Quatsch machst wenn du mehr beleidigst aber ja, vielleicht sollte man oder vielleicht wäre es mal mehr ins Bewusstsein gekommen, wenn man eben solche Sachen dann noch liest und mitkriegt. Und wird jetzt vielleicht auch ein bisschen anders damit umgehen. Dann eine abschließende Frage, was das hier betrifft. Ähm, wie sollte man die Schiedsrichter, insbesondere im Amateurbereich, weil da ist es ja wirklich dramatisch, also in der Bundesliga mhm. nicht, also da ist ja alles ja. total easy. Ähm, da verhalten sich auch alle wirklich professionell. Aber ja, wobei alles easy, immer nur auf den Schiedsrichter zu schimpfen, das kommt ja auch immer vor. Nee. So, wow, der Videobeweis, bla, 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 ich will jetzt nicht das Thema aufmachen, aber auch da finde ich, das ist eine normales, normale menschliche. Umgangston einfach mhm. herrschen und da wird schon manchmal, wo ich mir denke, so hey, also die schied sich da wirklich Chapeau, also wer sich das auch anhört, jedes Mal und oh, was hat der schon wieder gepfiffen, also ich finde das wahnsinnig, ich meine klar, die kriegen auch Geld dafür, inzwischen natürlich auch entsprechend viel oder, oder, oder gut, wie ich finde, aber auch nur weil da jemand nicht körperlich angegriffen wird, mhm. gibt es trotzdem emotionale Situationen, die ja. weitaus belastbarer sind, als man sich vielleicht vorstellen kann, also das würde ich definitiv mal hervorheben, dass das auch nicht immer alles Eitel Sonnenschein ist. Aber wie sollte man sie im Amateurfußball schützen? Gibt es eine einfache Möglichkeit zu sagen, so können die Schiedsrichter in Zukunft dann wirklich in Sicherheit diese Spiele pfeifen? Das weiß ich nicht. Ich finde, die jeweils, jeweilig, also ich stecke steck da nicht drin, das ist eine ja. absolute Leinmeinung, die mir jetzt gerade durch den Kopf schießt. Die Vereine, die das Spiel ausrichten, sollten für die Sicherheit sorgen. Wie auch immer man das macht keine Ahnung, da bin ich zu weit weg, da stecke ich in keinen Sicherheitskonzepten und was auch immer drin, aber, ja, dass es nicht geht, ist, denke ich, eben bewusst, aber wie man das macht... Wie sieht es denn mit Strafen aus? Also, du hast es schon angesprochen, so, wenn du das nochmal machst in der Kabine, dann fliegst ähm, du raus. Du meinst so raus, so. selber? Nee, aber nee, generell die Spieler, also, sollte vielleicht jemand, der den Schiri angreift, also, da geht es nicht um Beleidigung, mhm. sondern wirklich um... Handfest. ja das auf einem Fußballplatz zu tun hat, genau, sollte der vielleicht für immer gesperrt werden. Klar, aber das ist ja eine Reaktion darauf. Es sollte ja gar nicht erst dazu kommen. Ja. Also, ich meine. Aber vielleicht ist es ja auch ein positives Zeichen, Zeichen zu sagen, okay, der, der Spieler da, hat Angst, wenn er etwas gegen den Schiedsrichter macht, darf er nie wieder in diesem Verein Fußball okay, spielen. Okay, aber das sind ja wahnsinnig emotionale Situationen. Das ja. entsteht ja nicht, wir sitzen hier, trinken ein Glas Wasser und reden über Fußball und denken dann, oh wow, jetzt glaube ich, mein schießt sich zu mhm. Sondern das passiert in der Emotion. Und ich glaube nicht, dass man sich dann in dieser Rage, in der man dann ist, sich bewusst ist, oh wow, stimmt, der eine wurde ja für acht Spiele gesperrt oder darf nicht mehr kicken. Jetzt hau ich dir mal lieber nicht auf den Kopf. Das glaube ich eben nicht. Mhm. Also ich glaube, da muss man anders eben damit umgehen. Aber boah, also das ist das ist so eine Leinmeinung. Also ja. wäre eigentlich mal interessant, sich da auch mit mit Leuten hinzusetzen und zu diskutieren, die wesentlich näher dran sind. Gerade Schiedsrichter natürlich. Ja. Wie sorgt man für Sicherheiten auch für Zuschauer? Genauso muss man vielleicht für die Sicherheit von einem Schiedsrichter sorgen. Es gibt mit Sicherheit, ich sage es mal, Ballungsräume oder Regionen, wo das auch noch unterschiedliche Gefahren vorherrschen. Aber ja. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema und es gibt wahrscheinlich auch überhaupt nicht die perfekte Antwort darauf. Deshalb, ja, wir werden sehen, was der DFB in dieser Hinsicht machen wird oder die einzelnen Landesverbände natürlich auch. Es ist ein. Heikles Thema und es ist aber auch dringend nötig, darüber zu sprechen und natürlich auch ähm, darüber so ein bisschen zu richten und ähm, zu sagen, okay, was müssen wir machen? Aber das nun ja. Ähm, kommen wir zum letzten Thema. Hier, zumindest in Teil 1 des Livestreams. Dezember. Und das ist was äh, Kurios, die, äh, Kurioses, der Ösil-Ärger mit China. Das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen über die einzelnen äh, Newsportale. Also, ganz kurz um diese Geschichte innerhalb von ein paar Sekunden aufzudröseln. Ösil hat sich. Ähm, kritisch gegenüber China geäußert, weil ja dort die Uiguren, ich hoffe, ich habe es richtig ja. ausgesprochen, ähm, weil unterdrückt werden. Sie werden ähm, angeblich verfolgt und in Lager eingesperrt. So das sagen zumindest weltweit die Medien. Ich war selber nicht in China, deshalb kann ich das nicht bewerten. Ähm, aber ja, er hat das auf jeden Fall auch kritisiert. Und was daraus geworden ist, ist ja wirklich eine Staatsaffäre gewesen. Also ich habe es mal aufgeschrieben. Ähm, der Charakter, was kurios klingt, wurde aus Pro-Evolution-Soccer in China gestrichen. Ähm, ein Fanclub aus China, ein Özil-Fanclub mit 30.000 Mitgliedern musste aufgelöst werden. Facebook-Fanseiten bzw. Fanseiten auf dem chinesischen Facebook, also Weibo heißt es und Doujin, irgendwie sowas in der Art, ähm, die wurden plötzlich gelöscht, von jetzt auf gleich. Und ähm, beim... Chinesischen Google, also Baidu heißt es, äh, gibt es keine Suchergebnisse mehr beim Namen Ösil. Dazu beim Spiel gegen Bournemouth, ähm, da hat er 75 Minuten gespielt, stand in der Startformation, und äh, die Kommentatoren haben kein einziges Mal seinen Namen erwähnt, beziehungsweise haben keine einzige Sekunde über ihn gesprochen, selbst wenn er den Ball hatte. Ähm, ja, also kuriose Sachen, aber wirklich eine Staatsaffäre und deshalb mal die Frage: Also, ähm, wie sollte man bei so einem heiklen Thema auch als Spieler umgehen? Wie, oder ich formuliere es mal anders. Wie politisch sollte ein Spieler werden, ein Fußballer? Äh, wie lange haben wir Zeit? <lacht> <lacht> ja, wir haben das mehr, nein, ist eines also meiner absoluten Lieblingsthemen, weil es gibt ja immer so, diesen, diesen weltberühmten Satz: Sport und Politik ähm, hat nichts miteinander zu tun oder irgendwie sowas, was ja völliger Quatsch ist. Also sehr der größte ja. Quatsch, den ich seit langer Zeit gehört habe. Jetzt finde ich, jetzt gibt es einen Spieler wie Mizus Özil, der eine gewisse politische Vergangenheit hat auf seine Art und Weise ähm, und setzt sich das für eine Minderheit ein. Und was sollte er kriegen? Er sollte Unterstützung kriegen. Und das Einzige, was er kriegt, ist, er kriegt auf den, De er kriegt auf den Sack. Er kriegt auf dem Deckel. Dann wird er von seinem Verein nicht geschützt, dann wird niemand ist da, klar, seine, 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 ich sag jetzt mal, Voraussetzungen auch geschaffen, warum man ihn vielleicht so ein bisschen kritischer sieht, aber wie ich finde, ähm, ich finde, man sollte als Spieler politisch sein. Ganz klar. Man hat eine gewisse Verantwortung, in welche Richtung man geht, man hat Follower, man hat ich habe mit, mit, mit ein paar Freunden wirklich fast stundenlang diskutiert darüber neulich, weil eben die eine Position war, sie, haben, sie sind, haben nicht die Legitimität dazu. Also sie wurden von niemandem sozusagen, jetzt mal wie ein Politiker, wie ein Parlament oder was auch immer, quasi die Aufgabe dazu, die Aufgabe bekommen, sich politisch vielleicht auch zu äußern und so eine Haltung zu zeigen. Aber ich finde genau das ist es. Wenn du, wenn du jemand mhm. bist, der Millionen von Followern hat, finde ich es doch umso erstaunlicher, wenn du das nutzt, um, gewiss, um auf gewisse politische. Umstände aufmerksam zu machen. Die Uiguren sind wahnsinnig, eine wahnsinnig verfolgte Minderheit schon seit Jahrhunderten. Ja. Und da ist es doch gut, darauf aufmerksam zu machen. Wenn dann ein Club wie Arsenal fürchte, die Einnahmen aus China gehen, wahnsinnig zurück dadurch, dann steht man natürlich in einem gewissen Konflikt. Ja. Aber das Ganze da hat sich natürlich unendlich aufgebauscht. Aber ich finde, man sollte denn, man sollte auch die Spieler zu, keine Ahnung, politischen Themen vielleicht, jetzt Nachricht klingt ein bisschen. Das ist ein falsches Wort, aber einfach mal aufklären, zu sagen: Hey, das ist, ein, das, das, ist, das, ist das Thema. Die Haltung haben wir, die Haltung, Haltung haben die Spieler. Das ist ein Tweet oder ein Post, nicht immer unbedingt das beste Mittel ist dazu. Das sage ich auch. Also, weil da kann man sich natürlich nicht erklären, was hat Ösi für eine Ursache gehabt. Das interessiert natürlich niemanden mehr. Ja. Jetzt im Nachhinein. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Und du hast es ja angesprochen: Hey, man hat so viele Social Media-Follower und mhm. da kann man ja auch mal was sagen. Ich würde sogar sagen, man ist ein Vorbild auch deshalb, weil ich habe es ja angesprochen: mhm. es gibt Fanseiten und diese Fans, die nehmen sich Mesut Özil als Beispiel. Sie nehmen ihn als Vorbild. Und, ja. ähm, und sie, sie nehmen auch sich das zu Herzen, was er sagt. Egal, ob das jetzt auf dem Fußballplatz ist, ob er wirklich gute Leistungen abliefert, dann feiern sie ihn. Dann sind sie auch glücklich, wenn er gute Leistungen abliefert. Ähm, aber auch bei solchen Sachen, dann denken sie darüber nach, informieren sich über ein, ge ein gewisses Thema. Und diese Vorbildfunktion, die gibt es ja nicht nur im Fußball. Ja, aber das ist das, was du gesagt hast: informieren, das sollte man ja schon machen. Genau. Da sage ich aber trotzdem, dass es mit Sicherheit nicht mal vorkommt. Das, das also, mag sein. Das, das mag sein. Ähm, er hat sich auf jeden Fall darüber informiert. So, so viel würde ich immer schon dazu sagen. So, das, so schätze ich ihn auch ein, mich mhm. persönlich. Ähm, und, und dann kommt halt genau dieser, dieser Backlash, den du angesprochen hast, mit dem FC Arsenal, der sich dafür entschuldigt hat und gesagt hat, hey, das, das ist nicht die Meinung des Vereins, um Gottes Willen. Und da lobe ich mir den ersten FC Köln. Klar, das ist wieder so ein bisschen kleinerer Verein ja, im Vergleich zum ja. FC Arsenal. Aber trotz alledem ist es eine ganz interessante Sache auch zu sagen, hey, wir sind nicht auf China angewiesen. Wir werden jetzt in Zukunft auch nichts mehr in China machen. Ähm, aus welchen Gründen auch das immer dann geschehen ist, also in der offiziellen, ähm, in einem meine, offiziellen Statement ja. hieß es ja dann hier noch, dass es ja ein totaler Überwachungsstaat äh, sei und der dieser gerade aufgebaut wird und man damit eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ähm, und deshalb mal die ganz allgemeine Frage, denn auf der anderen Seite, um noch einen anderen Verein mit reinzuspielen, ähm, das ist äh, Borussia Mönchengladbach gewesen. Im Rasenfunk hat sich da jemand geäußert. Ähm, hört euch das mal an, ähm, dass es ja eigentlich alternativlos sei, nach China zu gehen, eben weil so viele mögliche potenzielle Fans da sind. Ähm, auf welcher Seite stehst du? Sollte man wirklich nach China gehen und zu so sagen, ja, Mai, was da passiert, das ist zwar nicht geil, aber wir sind ja nur der Sport und wir müssen ja auch irgendwie unsere Brötchen verdienen. Oder sollte man doch auf das achten, was in diesem Land passiert und dann sagen, okay, wenn das nicht zu uns, zu unserem Verein, zu unseren Wertvorstellungen passt, sollte man da vielleicht dann aussteigen und sagen, okay, wir sind raus? Ja, ja so sehe ich das. Also, ähm, was man natürlich macht, ich meine, Sport ist ein gern gesehenes Mittel, um so totalitäre, autokratische Staaten so ein bisschen oder gerade die ich sag jetzt mal führenden Persönlichkeiten da drin so ein bisschen um sein Gewissen reinzuwaschen um natürlich das Bild des Saubermannes des sauberen Staates dass hier geht es den ganzen Leuten gut um dieses das ist ja das Mittel warum Sport benutzt wird dafür mhm. genau und das ist natürlich wahnsinnig ähm, einseitig auf der Seite und da muss man definitiv ich finde man muss Haltung beziehen ganz einfach also wenn ich meine die Bilder und die Berichterstattung über diese über diese Lara waren klar waren wir nicht da natürlich niemand von uns aber die waren schon sehr eindeutig und mhm. die waren jetzt auch nicht so dass man da sagt oh da könnte was vorgefallen sein, sondern das ist eher so, okay, um welche Zahlen handelt es sich hier? Also, was ist das Ausmaß? Darum geht es. Und das sind so eklatante Beispiele. Und dann wegzuschauen und dann einfach nur zu sagen: hey, nö, wir ziehen da 100 Millionen Marketing-Geld ähm, raus, denn dann hat man halt 100 Millionen weniger. Aber wenn das alle machen oder wenn es einer macht, macht es vielleicht der zweite, dann kommt der Druck mehr und so geht dieser, ja. kommt dieser Stein ins Rollen. Und wenn alle einfach nur wegschauen und sagen: oh, nö, ist mir egal, ich kriege davon Geld finde ich seit halt peinlich und wahnsinnig einseitig und kurzsichtig und aber so ist so ist ja dieser ganze meine Leichtathletik WM in Katar jetzt haben wir bald meine WM da das ist ja die nächste Diskussion die man führen könnte also es ist ja eine ewige Diskussion aber ich finde man muss als Spieler aber da muss auch der Verein haltung beziehen und da muss auch ähm, mal so ein bisschen Bewusstsein geschaffen werden für die, für die Profis. Da müssen Leute kommen, die sagen, hey, hier kann man kein Training, sondern jetzt geht es eine Stunde darum, wie ist die Situation in China? Warum sind wir in China? Warum sind wir nicht in China? Man, vielleicht gibt es ja Beispiele, vielleicht sagt der Arsenal, ich habe es nicht komplett verfolgt, haben ja wahnsinnig verständnisvolle Beispiele dann oder, ja. ähm, oder rechtfertigen sich so, das weiß ich jetzt nicht kann ja vielleicht passieren. Ich würde jetzt gerne noch einen Kommentar vorlesen und zwar vom Franz Riechel. Er hat nämlich geschrieben, ich finde das so schlimm, wie sehr Teile der westlichen Welt vor China kuschen, nur weil sie Angst haben, dass die Gelder nicht mehr fließen und dafür alles, häufig bedenkliche, was China macht, akzeptieren. Ja, genau, genau so ist es. Also, mhm. es ist schwierig, auch Katar mit dem FC Bayern. Mein Gott, da könnte ich auch Stunden drüber <laughs> diskutieren mit dir und äh, mich ja. drüber aufregen. Ähm, und das also es ist wirklich ein, ein hochkomplexes Thema und. Äh, aber es würde wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Rahmen springen. Deshalb würde ich jetzt sagen, den ersten Teil, den Jahresabschluss, den haken wir jetzt hier in erster Linie ab. Und dann könnt ihr jetzt noch in den nächsten, ich würde sagen, so ungefähr zehn Minuten Fragen stellen zu allen verschiedenen Themen. Äh, ist ja auch ein Live-QA. Das ist ja das Tolle an einem Livestream, dass ja. wir einfach mal so ein bisschen machen können, was wir wollen. Und ähm, dann schaue ich mal, was alles im Live-Chat jetzt schon gepostet wurde. Ähm, ja, da wurde schon vom Jens gesagt, redet über Fußball, nicht über Politik. Das machen wir jetzt, ja, ja. würde ich mal sagen. <laughs> eine, eine ganz klare Forderung. Ähm, was sagst du denn zur Super-Hinrunde von Freiburg? Das fragt der Yusuf. Ja, ich finde sowas immer geil. Also, ich meine, ich bin kleinerer Bruder, habe in Haching gespielt. Ich war immer irgendwie Underdog. Ich, das sind meine Lieblingsstories, glaube ich, für jeden. Ciao, wie sie sich freuen nach ihm sieht. Das sind für mich die wahnsinnigen Bilder. Alle sind happy. Die ganzen, man gewinnt 2-1 in der 90. oder macht einen Ausgleich. Klar, da rasten auch mehrere aus, aber das ist diese pure Freude. Übers Gewinnen, über diesen, über diesen, ich sage jetzt mal, plötzlichen Erfolg. Streich ist natürlich der perfekte, das perfekte Coverboy, der perfekte Coverboy dafür. Ähm, um das Ganze, der das wunderbar macht, der natürlich ist, authentisch ist, schrullig auf seine Art, sehr positiv natürlich. Und die ganzen Spieler, ja, ich. Ich mag sowas super gerne. Also wohin das dann führt, ich weiß nicht. Da spielt man sich dann natürlich auch irgendwann raus und spielt vielleicht besser, als man eigentlich kann oder über weite <laughs> Strecken kann. Aber ja, ich finde das einfach. Ich finde es cool. Leonard das Blumenstock cool. fragt: äh, Wenn du eine Sache im Weltfußball verändern könntest, was wäre es? Hm. Dann wäre es die ungerechte TV-Gelderverteilung. Okay. Weil es der größte Hebel ist, um für mehr Ausgeglichene zu sorgen. Wenn es nur eine einzige Sache ist. Und wenn ich noch eine zweite hätte? Ähm. Gute Frage. Ich meine, ich würde schon irgendwie so diese ganzen Verbände mal neu ordnen, neu aufstellen, weil das ist definitiv. Man muss halt, also wenn es halt nur so wenige Sachen sind, müssen es natürlich große Hebel sein, ja. die man irgendwie Bewegung setzt, dass so FIFA, und UEFA, ich würde weniger Spiele machen. Ich würde weniger Fußballspiele machen, ganz einfach. Dann, dann also, du, du bist ja auch jemand, der sich oft verletzt hat. Wir <laughs> haben ja schon über die eine oder andere Verletzung gesprochen. Im Vorgespräch hast du ja auch noch erzählt, dass du jetzt auch, nicht. selbst wenn du jetzt noch Fußball spielst und zwar technisch noch immer wahrscheinlich besser als jeder andere bist, aber nicht mehr wirklich laufen kannst, mhm. ähm, lag es an den vielen Spielen oder lag es an anderen? Nee, Faktoren? nee bei mir war das. Ich habe in sieben Jahren hab ich irgendwie 60 Spiele gemacht. Ich glaube, ich habe einfach, weiß ich nicht, ob es ungünstige Faktoren waren. Oder Pech oder Unvermögen oder was auch immer. Es sind so viele Faktoren, die da mit einfließen oder irgendwie Einfluss haben können. Bei mir waren es nicht die Fehlspiele. Okay. <laughs> <laughs> Aber du, du bekommst es trotzdem ja mit. Also gibt es auch bei den Spielern welche, die sich beklagen und sagen, boah, jetzt muss ich schon wieder zwei Tage später spielen, ich kann nicht mehr. Oder ist es so... Dass man eh schon in diesem Rhythmus drin ist und sagt, ja komm, ich ruck das jetzt irgendwie runter. Ja, das glaube ich eher. Ich finde, man merkt es halt eher daran, dass die Spieler so ein bisschen verwässern zum Teil. Also, wer aus Amerika das mitkriegt, NBA, da gibt es 82 Spiele, davon sind pff, 50% fast langweilig, weil man mhm. denkt, ah, 15 Punkte hinten, 20 Punkte hinten nachkommen. Wir haben noch eh morgen wieder ein Spiel oder übermorgen wieder ein Spiel. Und das würde ich machen, um dieses so ein bisschen besonders zu halten. Die NFL hat 16 Spiele und die höchsten TV-Einnahmen. Das heißt, das ist keine. Das ist kein Argument, wenn man sagt, je mehr Spiele, umso mehr Gelder kann man generieren. Ich finde, man behält sich dadurch das Besondere bei. Dabei. Das, ich meine, im Bundesliga ist es noch okay mit 34 Spielen. Mhm. Da ist, da tut schon jeder, jede Niederlage weh. Aber wenn man das beibehält, wenn man dann vielleicht dann noch, keine Ahnung, es soll noch einen dritten Wettbewerb geben in Europa und <laughs> was sich alles. Ich mag das halt nicht. Ich will, dass es was Besonderes bleibt. Ich bin da jetzt auch nicht ein konservativer Vertreter von dem Ganzen, sondern sehe eher so... Diese Tatsache, wie behält man den Sport so bei, wie es die meisten Leute eben mögen. Und mhm. das, glaube ich, kommt eher über eine Reduzierung der Spiele zustande. Dann, wenn du schon den amerikanischen Sport ansprichst, ähm, Pet790 hat gefragt: Du bist ja NBA-Fan. Was kann sich denn der Fußball von den großen amerikanischen Ligen abschauen? Also NBA, NFL, etc. Individualisierung im Training. Okay, also für, <laughs> das ist wahrscheinlich jetzt ein sehr interessanter, für diejenigen, die ganz tief in der Materie drinstecken. Also was meinst du damit? Also die Fußballteams, NFL-Teams, beim Basketball auch, trainieren halt wahnsinnig individuell. Das heißt, wenn ich jetzt ein Links Linksverteidiger bin, was sind meine Hauptaufgaben als Linksverteidiger im Spiel? Das sind wahnsinnig viele Läufe machen, viele Flanken machen und gegen den, gegen den anderen... Außenbahn Spieler verteidigen. Mhm. Und das sollte ich dann häufiger trainieren. Die ha Aufgaben, die ich im Spiel häufiger habe, sollte ich im Training häufiger machen. Und im, im Fußball ist es eher so, ja, du musst ja auch mal köpfen, du musst ja auch mal rechts mal schießen und sowas. Klar muss man das mal können, aber ich weiß es nicht, ob das dann Zentrum des Trainings sein sollte. Das von der, von der Ebene des, des Trainingsansatzes sozusagen. Mhm. Und was jetzt so diese große Keule angeht. Ich meine, amerikanischer Sport ist ein wahnsinniger Unterhaltungssport. Noch viel mehr als in Deutschland. Ich brauche das jetzt nicht. Ich brauche jetzt nicht noch mehr T-Shirt-Aktionen und... Noch mehr Helene Fischer beim DFB Noch mehr Helene Fischer, noch Trampolin-Leute, die irgendwelche Danks machen. Das mag vielleicht mal ganz witzig sein. Das brauche ich persönlich mhm. jetzt nicht. Ähm, Wobei, Marketing machen sie natürlich schon einfach heraus, sagen gut in Amerika. Wenn man sich den Frauenfußball ansieht, ich glaube, da würde diese Eventiv Eventisierung mhm. tatsächlich dann helfen, die, die Casuals quasi ins Stadion zu holen. Ja, Denn die, ja. die Die Hard Fans, die werden größtenteils natürlich bei den Männern sein. Und vielleicht kann der DFB ja genau das, was man ursprünglich bei den Männern geplant hatte, bei den Frauen machen und vielleicht kann man dann den einen oder anderen Helene-Fischer-Fan auch äh, zum DFB-Pokalfinale mhm. nach Köln ziehen. Kann ja auch gut kann, möglich kann sein. sein ja. Ich war letztens, ähm, das war die Saisonvorbereitung Bayer Leverkusen gegen FC Liverpool. Ich kam in dieses Stadion rein, es war super Wetter und Wert gesungen? Vanessa Mai. Und es, es, es war, es, es hat sich ganz komisch angefühlt, aber ich glaube, wenn, wenn ich mir an. Also man, man muss es ja so sagen, wenn man zu einem Männerfußballspiel geht, ist die Stimmung anders als bei einem Frauenfußballspiel. Ja, und Wenn ähm, du in Amerika ein Sportevent anschaust, ja, ist das genau. ist auch eine genau, komplett andere Atmosphäre als in Europa. Genau. So, und ich, ich war beim EM-Finale der Frauen 2017 mhm. war das, glaube ich, ähm, in Enschede. Und ich fand die Atmosphäre, fand ich sehr angenehm. Es war ein ausverkauftes Stadion es war, es war, aber was komplett anderes und ich glaube, dass diese Eventisierung lustigerweise, mhm. über die wir in den USA immer wieder sprechen, und so, ich meine, in den USA selbst der Fußball, was da abgefeiert nee. wird, das ist sehr krass. Und ich glaube, wenn man das im Frauenfußball etablieren würde, ich glaube, dann könnte es auch noch mal eine gute Schippe nach oben gehen. Aber mal schauen, ob das passieren wird. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, der DFB ist da jetzt schon ganz schön gebrandmarkt. Ähm, gut, wir mal, was noch für Fragen kamen. Ähm, was hältst du vom Holland-Transfer? super perfekter Transfer für ja. alle Beteiligten also außer für Salzburg <lacht> logischerweise <lacht> ähm, ich habe witzigerweise keine Ablösesumme irgendwie lesen 20 können Millionen. 20 Millionen das ist diese Ausstiegsklausel, die ja. bekannte dann ist es wirklich Chapeau an BVB für desto wie gesagt ein fehlender fehlender Baustein fehlendes Puzzleteil passt mit dieser robusten physischen Art mhm. gut rein ist noch jung das heißt auch da sollte man jetzt nicht erwarten dass er 25 Tore schießt in den nächsten acht Spielen aber so vom Ansatz her perfekt. Oh, jetzt hier eine ganz schwierige Frage. Machen wir noch zwei, drei. Ähm, von Flo Stroh, 4, äh, 3604. Sollten sich schwule Fußballer öffentlich outen oder ist die Fußballbranche noch nicht bereit dafür? Boah, ja, das ja. ist eine, eine schwierige Frage. Ich. Ja, man also, kriegt da leider noch viel Homophobie im Fußball. Das ist einfach so. Das wäre jetzt meine nächste also, meine, Frage. Meine, in meiner idealen Welt würde ich sagen: klar, natürlich. Aber das ist tatsächlich ein Thema, das sehr, sehr subjektiv ist, sehr individuell. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es in der Fußballwelt, dass sie so offen, modern ist, dass es da mega viel Anklage geben. Aber dann, dann frage ich, ich mal nicht. anders. Dann, dann frage ich mal so, wie könntest du als ähm, Kabinenleader, wenn man so will, ähm, einen geouteten Fußballer schützen vor Jungs, die das vielleicht nicht so geil finden? Am besten, im besten Fall schützen. Ich muss ihn ja gar nicht schützen. Also, das ist ja der Idealfall. Wir sprechen ja, ja über Inklusion, aber was klar aber wenn du, wenn du das Ganze sagst, denn auch? Aber wenn du sagst, okay, im, im Fußball ist noch sehr viel Homophobie. Also, mhm. natürlich auf der... Natürlich sehr auch den Ort. Genau, muss man auch genau, so. so sagen. So, und äh, insbesondere in der Kabine, mhm. da, da ist es halt schon sehr, ne, da geht es halt auch mal ruppiger zur Sache. So, und ähm, ist es da vielleicht nicht. Möglicherweise sogar ein Problem zu sagen, okay, die, die Kollegen nehmen dich dann anders. Ja, wahr. klar, aber dieses Ruppige, sorry, dass ich da ja. unterbrochen habe, dieses Ruppige bedeutet ja nicht, dass homosexuelle Fußballer das nicht, nicht gerne ruppig haben. Das, das stimmt, also, das, will, das will ich auch überhaupt nicht sagen. Ne? Genau, ja, da ja, würde ja. man ja jetzt wieder was unterstellen. Man muss halt einfach eine Umwelt schaffen und eine, eine so offene Atmosphäre. Da gehören Wörter dazu, da gehören auch Aktionen dazu, etc. Ich meine, ich bin jeder, der Fußball spielt, kennt. Man kommt da nicht drum rum, man kommt auch von den, von den Fangesängen nicht drum rum. Es ist schwierig, es ist schwierig. Es wäre mal wahnsinnig ähm, spannend, das ist das falsche Wort, glaube ich. Es wäre irgendwie es ist ja kein Experiment oder sowas, aber es wäre schön, wenn es passiert. Ich würde mich wahnsinnig freuen, ich würde mich, wenn ich auch noch aktiver wäre oder in irgendeiner Form, würde ich mich immer darum bemühen, das auch so. Offen zu machen und ehrlich zu machen, und jetzt irgendwie, weil du gesagt hast, schützen, das wäre schon wieder das Falsche. Warum muss ich denn jemanden schützen? Wenn in meiner Mannschaft jemand spielt, der homosexuell ist, dann muss ich ihn ja genauso naja. einbinden in alles andere. E, grundsätzlich bin ich ja, genau, voll, ja. Ich bin ja voll bei mhm. dir, nur auf der anderen Seite sind wir ja beide Realisten. Und ähm, ja. Ja. Es, ist ja, es ist ja so, und wieso, wieso macht es keiner? Weil, weil er natürlich Angst hat, dass es irgendwelche negativen Folgen mhm. haben wird. Und ich glaube schon, dass es dann genau in dieses Schützen gehen muss, um zu sagen: hey, das ist doch nichts Besonderes, das ist doch was völlig Alltägliches, was es ja auch in ja. Wirklichkeit ist. Also, das, da wird mir auch jeder zustimmen. Hier gab es gerade einen Kommentar, wo es hieß: ja, willkommen im Jahr 2019, dass es immer noch Homophobie gibt, was eigentlich völlig absurd ist, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ähm und, und deshalb, also in diese Abwehrhaltung geht man ja automatisch schon, wenn man, weil man sich einfach denkt, ja, wieso outet sich denn keiner? Ja, weil jeder Angst hat, dass irgendwas ja, passiert. Spiel. Also das ist, das ist einfach so ein ja. Automatismus, ja, 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 der, der da mit. Mit, mit rein spielt. Und ähm, ja, deshalb, also ich persönlich würde auch sagen, ja, klar, outet euch. Weil ich, auch, klar nee, weil ich aber auch nicht derjenige bin, ja. der dann im Stadion schreit, du scheiß Schwuchtel. Also, ja. ne, ich, ich, ich bin da nicht der Typ. Also selbst bei so einem in Anführungszeichen alltäglichen Ding wie Hurensohn, was ja mittlerweile inflationär benutzt wird, selbst da sträube ich mich. Und wenn da irgendjemand im in der Kurve singt, ja, BVB Hurensohn, da ja, meine ich ja. mit. Also ja, so, ja. Es ist äh, so ein ganz, ganz schwieriges Ding. Und, und deshalb bin ich es gibt nicht viele Wörter, die ich auch auf YouTube geblockt habe, aber das ist zum Beispiel so ein Wort, mhm. weil, weil wenn du sowas schreibst, du einfach keinen Diskurs, kein, keine Diskussion anfängst, sondern es ist einfach nur Beleidigung. ist genau, nur einfach, eine Beleidigung, ja, genau. Plumpe, dumme Beleidigung. Ja, ja genau, genau so. so und es halt. ist, ist einfach unnötig. Also, wenn du, selbst wenn du das mit deinem Kumpel sagst, oder zu deinem Kumpel sagst, es unnötig, ist unnötig, es provokant, ist provokant, es ist einfach nur asozial. So, man, so man, sollte es halt, man sollte es halt schaffen, man sollte so eine Umwelt und so eine Atmosphäre herstellen im, im Sport, gerade im Fußball, in der darüber gar nicht diskutiert wird. Das sollte das Ziel sein, im großen, im gesellschaftlichen Ansatz. Das wäre das wär genau das Richtige. Das ist einfach, ja, dass wir nicht mehr hier sitzen und darüber reden, sollte ja. es passieren, sondern es, auch, nicht da reden, auch nicht darüber reden, dass es passiert, sondern es ist, ist es normal. Das ja, genau. sollte der Idealzustand sein. Ja. Das ist ein riesiger, ein langer Weg, ist, klar, aber ja. So, dann noch eine ich habe die Frage nicht beantwortet. Es tut mir fast ein bisschen ja, leid, aber ich kann aber sie nicht beantworten. Nee, es, es gibt auch keine mhm. Antwort, glaube ich, darauf und die Frage ja. ist so richtig. Dann noch eine letzte Frage. Und zwar: ähm, Glaubt ihr, dass die 222 Millionen Euro Ablöse nochmal gebrochen werden? Ja, klar, aber wie witzig sind 222 Millionen eigentlich? Das ist ja nicht <laughs> ein Witz gewesen. Das <laughs> war ein Witz. Ja, natürlich. Also war Barcelona, ein Witz. die haben alle 777, 555. Ja? Das sind ja Witzsummen gewesen. Ja, natürlich. Also es war ein Scherz. Hat, hat, Keiner gedacht, hat gedacht, dass die jemals geknackt wird. Also ja. in Spanien das ist ja gang und gäbe, dass so solche Transfer-Klauseln haben. Ja, genau. Also, wer zahlt sowas? Ich glaube schon, dass ich, um die Frage zu wann, ich sage ja. Wer soll sowas zahlen? Irgendwer. Katar steigt 2022 aus. Aus, ja, den, dann aus dem Flächen. Da geht jemand anderen. Ja, wer, wer soll denn dann kommen? Weil ja, wir haben noch mehr ist Geld. In Jordania steht bei TSV 1860 Millionen. Ja, Der wird das, ist ein, das nicht bezahlen. Wir sind ja jetzt alles relativ Ölreiche. Da gibt es den nächsten Gasmillionär oder den nächsten Elon Musk. tech millionär ja. Ja. Elon Musk kommt, und, äh, kommt mit einem Tesla an und sagt: hey, Leute, ich in, ich in meinem Roboter, in meinem Pickup <laughs> habe ich noch einen Spieler <laughs> dran <verdient." lacht> Wenn ich zugelassen ja. ist auf deutschen Straßen. Ne? Genau. Oh Gott. Ja, ich, ich, lieb, ich muss ja sagen, also so, so eine, ich wir werben ja hier nicht, ne? Aber ich, ich liebe meinen Tesla und ähm, ich will finde Ich meine das, nee, auch nicht. Nee. Welche Model X, und Model Y dann auch bei ne? Alle. Nein, also ich finde, dass Elon Musk einer der der, der genialsten auch auch der einer derjenigen, der einfach eine Vision hat und ähm, dieser halt einfach von vorne bis hinten lebt. Also ich, ich habe den höchsten Respekt vor ihm und äh, vor dem, was er da seit Jahren abliefert in den verschiedensten ähm, Kategorien. Also es geht ja nicht nur um Autos, es geht um Raumfahrt etc. Also es ist ein super interessanter Kerl, super interessanter Mann. Und ähm, wo, was war die Frage? Die Frage also, war, ob die also, Ablöse geklappt ja, wird. Genau. Also wenn, wer wenn, kommt. wenn also. Elon Musk irgendwann mal ähm, in den Fußballverein einsteigt und dann ist. Es gibt ja äh, Gott sei Dank genug schwerreiche Menschen auf dieser Welt. Deswegen. Das stimmt schon. Ja. Irgendjemand wird dann am Ende schon sagen: Hey, komm, Bastio, ich zahle 500 Millionen für wie noch immer Cristiano Ronaldo Jr. irgendwann, wenn er mit seinem Vater bei Real Madrid spielt hm. in acht Jahren. Das ist auch ein sehr geiles Zitat von ihm gewesen, was ich letztens ja. gelesen habe. <laughs> Nun ja, so viel zu euren Fragen. Ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr geil. Ähm, ja, ja. Super geilen Input. Danke dafür. Ich hoffe, es wurden auch genug Fragen beantwortet von euch aus der Community. Ähm, das muss man ja fast wiederholen. ich, über, ich überlege mir gerade, in welchem Rahmen man das machen könnte. Denk dir was aus. Ich, 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 <laughs> ja, ich, ja. Oh Gott, Kreativität. Oh Gott, es ist noch nicht drei Uhr in der Früh. Ja. Da, da kommt noch nichts. Ähm, ich, ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee. Da, da wird mich wahrscheinlich Funk auch so ein bisschen hauen, wenn ich das jetzt äh, einfach so raushaue. Aber ich mache das jetzt. Also, es wird ja in der Rückrunde, und das wisst ihr wahrscheinlich schon, äh, Leute im Stream, einen Bundesliga-Rückblick geben. Jeden Montag um 15, 16 Uhr, so Pi mal Daumen, äh, eine Sendung. Äh, nähere Infos kommen dazu noch. Der ursprüngliche Plan wäre. Da einzelne YouTuber reinzusetzen, aber ich bin natürlich ein wahnsinniger Wahnsinn. YouTuber. Ja, also wir werden dir noch einen YouTube-Account <laughs> erstellen. Ja, da kannst du dann wenigstens dieses Kriterium erfüllen. Genau, so, sehr gut. ob der jetzt einen Abonnenten hat oder 100.000 mhm. ist ja jetzt erstmal egal. Es geht ja um den Inhalt und ich glaube, dass du da sehr krassen Inhalt präsentieren und ähm, auch argumentativ ähm, vorlegen könntest. Und deshalb wäre die Frage: Hast du grundsätzlich Bock? Da haben wir natürlich mit meinem Management-Team. <laughs> <laughs> Vorhin habe ich auch eine geile Frage gelesen: Bist du der Manager von Mats. Ich bin sein Manager, ja. ich Friseur, alles. Nee, klar, klar, können wir gerne machen. Also. Sehr geil. Ja, dann hier habt ihr es gehört. Hier ist es auch auf der Kamera. Stopp, stopp, stopp. Ich muss aber nicht um 3 Uhr in der Nacht hier sein. N nein, nein, nein. Wir machen das in der Früh um 9 Uhr oder um okay, 10. Das ja, geht. Wir, das wir geht. zeichnen es auf. Ähm, dann wird es mittags, nachmittags irgendwann dann auf mhm. YouTube erscheinen. Ja, geil. Freut mich. Sehr gut. Wir machen dann gleich mal einen Termin aus. Dann lege ich dich da fest. Mhm. <laughs> Sehr geil. Dann äh, danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, Jonas. War super interessant. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann postet die einfach in die Kommentare. Und dann, wenn du in der Bundesliga-Sendung bist, dann schnappt man so mal fünf Minuten und drei, vier Fragen und gehen die dann durch. Super. Danke. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Guten Rutsch auf jeden Fall. Rutsch gut ja? rein. Kommt gut ins neue Jahrzehnt hinein und wir sehen uns dann. Bis dann. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao.